The Nightfall, Obscuritas, Pineview Drive. Die vermutlich schlimmsten Spiele, die ich je gespielt habe. Mit den schlimmsten Jumpscares und den meisten Schlüsseln. Definitiv. Und es gibt einen Nachfolger. Es gibt etwas Neues von Viz Games. Und zwar Pineview Drive Homeless. Das ist quasi noch nicht ganz Pineview Drive 2, aber es soll quasi die Verbindung zwischen Pineview Drive und Pineview Drive 2 herstellen. Viz Games hat mir freundlicherweise schon den Key zur Verfügung gestellt. Ich kann es also ein paar Tage eher spielen und ihr könnt dabei zugucken. Die Folgen werden allerdings ein bisschen kürzer, nicht so wie ihr es gewohnt seid. Es wird auch kein Einteiler. So machen wir es zumindest, bis es am Freitag auf Steam rauskommt, am 5. Link findet ihr in der Videobeschreibung, da könnt ihr das Spiel dann beim Steam runterladen. So, doch jetzt, ich glaube, ich muss gar nicht viel sagen zu Pineview Drive. Hallo? Es ist hart. Ich weiß nicht, ob ich Angst habe oder ob ich Spaß habe, aber wir werden sicherlich Spaß haben. Deswegen neues Spiel und wir gucken uns mal das Intro an. Und es ist alles so wie früher. Es ist cool. Okay. Ein Wanderer. Mein Name ist Miles Roberts. Der alte Miles. Ich war in der Army. Eine halbe Ewigkeit. Nach meinem letzten Einsatz habe ich nie wieder in die Normalität zurückgefunden. Seitdem ziehe ich quer durchs Land und versuche alles zu vergessen. Ich habe vieles gesehen und erlebt, aber diese eine Nacht war die schlimmste meines Lebens. Okay, wenigstens nur eine Nacht, keine 30. Auch wenn es mir nie jemand glauben wollte, aber alles, was ich dir jetzt erzähle, hat genau so stattgefunden. Oh, ich hoffe, wir sehen den Clown wieder. Eines Abends war ich in der Nähe der Ostküste unterwegs, als ein Gewitter aufzog. Um mich vor dem Wetter in Sicherheit zu bringen, suchte ich nach einem Schlafplatz für die Nacht. Fast wie gerufen war da ein altes, verlassenes Landhaus. Huch! Aus der Tasche gefallen. Mit Gedanken an ein Dach über dem Kopf machte ich mich auf den Weg dorthin. Hätte ich geahnt, was mich in dieser Nacht in diesem Haus erwartet, hätte ich wohl nie einen Fuß über die Schwelle gesetzt. Pineview Drive. Okay, alles klar. Damit sind wir quasi im Spiel. Wir kennen die Story. Ich bin sehr gespannt. Army-Soldat, das geht ja schon mal in die Richtung vielleicht Kriegstrauma oder so. Vielleicht haben wir uns dann alles nur eingebildet. Vielleicht unterstützt das irgendwie das. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Der Spielstand wurde gespeichert. Herrlich. Köstlich. So. Es ist 22 Uhr, noch 10 Stunden bis Tagesanbruch. Okay, warum kann ich mich nicht bewegen? Ach so, wir haben wieder... Ach klar, das ist ja ganz typisch WASD. Okay, drücke, um Gegenstände aufzunehmen und zu benutzen. Sehr schön. Hoffen wir, dass das Haus wirklich verlassen ist und es einen Weg hinein gibt. Ah, ich kenne mich ja noch gut aus, ne? Ich habe ja die Tour gemacht quasi, damals. Wir kennen uns gut aus. Wir versuchen es einfach mal beim Haupteingang. Oh, wenn ich schon diese Figuren sehe hier. Aber irgendwie sind wir sehr langsam, habe ich das Gefühl. Wir sind langsamer als sonst. Boah, ich schieb jetzt schon Hallos, ey. Ah, wir haben auch eine Taschenlampe. Sehr gut. Hey, der Schaukelstuhl aus Nightfall. Kommen wir da rein? Ja. Hallo. Alles ruhig hier. Hier wird sich sicher ein Schlafplatz finden lassen. Wir schlafen einfach im Eingang. Hier sind wir sicher. Kann ich die Tür zumachen? Okay, sie bleibt auf. Gut. War nur der Wind. Kann ich hier vielleicht die Kann ich das abnehmen? Nein? Gut. Anzünden geht auch noch nicht. Oh Gott. Die alte Uhr. 10 Uhr. Okay, 22 Uhr. Wir müssen also 10 Stunden überleben. Die Frage ist... Oben oder unten? Wir haben direkt kein Licht.
Hallo? Ich weiß noch, was hier passiert ist. Locked. Okay, die Spielmechanik hat sich wohl ein bisschen verändert. Ich wurde schon ein bisschen eingeweiht. Und zwar werden wir immer einen Schlüssel bekommen, der in irgendeiner Tür passt. Wir können es quasi Türen aussuchen. Bleib bloß hängen da oben. Da war es das Schild? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas ist hier runtergefallen. Nur ein paar knarzende Holzdielen. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich will nicht. Ich will jetzt schon nicht mehr. So. Oh, wo ging's denn nochmal zum Klauen? Da links, glaube ich, ne? Haben wir unendlich Battery? Zumindest? Zumindest sieht's besser aus. Oh, oh, ein Schlafplatz. Sehr gut, sehr gut. Ich gucke nochmal eben, ob die anderen Räume auch noch... Warte, seit wann ist denn hier ein Fenster? Ach, wir sind oben. Okay, ich habe mich ein bisschen vertan. Stand da nicht die Statue? Wir gehen jetzt mal rein. Ach, die... Na, wer sagt es denn? Ein Bett. Das sollte für diese Nacht wohl reichen. Die Figur. Yay. Krieg mir keine Erkältung, Junge. Wir müssen noch hier durchstehen. Kurze Zeit später. Ich frag mich, wie kurz. Was war das? Klang wie eine Tür. Ich werde lieber mal nachsehen, was das war. Okay. Sind wir jetzt vielleicht ein bisschen schneller, wo wir unseren Rucksack dagelassen haben? Können die anmachen? Ich liebe das. Okay, oben links haben wir unseren Balken. Unseren Angstbalken. Wir haben natürlich kein Spiegelbild. Das heißt, wir sind schon tot. Und rechts die Battery Energy. Oh ja. Hallo. Das ist ein bisschen langsam irgendwie. Wir können quasi, wir können nur Dauerrennen. War diese Tür eben auch schon offen? Bleib mal auf. Der gute alte Schrank. Oh, hier steht jetzt ein Mikroskop. Kann hier irgendwas machen? Da, aufmachen? Nein? Irgendwas? Ein Rohr, gib mir das Rohr. Kann ich hier anmachen? Oh, die Musik gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Oh, oh Gott, nur Spinnenweben. Oh, die sind alle auf. Okay, 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 okay. Zu mir. Nein, nein! Der Clown! Der Clown! Ah, es verbessert den geistigen Zustand. Alles klar, okay. Ich stehe einfach mal so Medizin rum, ne? Der ist noch zu. Hallo? Hat hier gerade was geknackt? Warum zum Teufel ist diese Tür jetzt abgeschlossen? Oh, Batteries! Ist jetzt hier unten auf? Oh, noch mehr Räume. Hey, hier hat doch alles angefangen, oder? Batteries! Okay, wir haben Balken oben rechts. Wir sollten auf jeden Fall Batteries sparen. Du hättest nicht herkommen sollen, Miles. Jetzt wirst du dieses Haus nie wieder verlassen. Was zum... Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Der Clown weiß es. Der Clown. Okay, wir haben einen Schlüssel. Einen Schlüssel haben wir. Müssen wir eben rausgucken. Und wie gesagt, wir können uns jetzt eine Tür quasi aussuchen. Ich bin mir nicht sicher, welche. Was liegt da? Streichhölzer! Great! Oh, ist das am Leuchten? Die haben definitiv was in der Engine gemacht. Dann nehmen wir doch einfach mal hier direkt die nächste Tür. Verdammt! Der Schlüssel ist abgebrochen. Denn ich weiß, wo wir hier hinkommen. Streichhölzer. Okay. Streichhölzer haben wir schon mal genug. Was war das?
please. Okay, wir werden gut versorgt am Anfang. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Chuck ist auch da. Ein Sicherheitschuck in allen Ehren. Sammel die versteckten Statuen, um zusätzliche Errungenschaften zu erhalten. Ja, yeah, die guten alten Statuen vom Statuenrätsel. I love it. Okay, die Frage ist, was können wir jetzt hier machen? Können wir hier auch rein? Oh, da geht's auch rein. Ah gut, der Clown ist nicht da. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Braucht man nicht das Ding? Da können wir rein. Da können wir rein. Naja, hier war dieser... Guck mal, die Fische sind immer noch gut. Die Fische liegen immer noch da. Was ist das? Es ranken sich viele Gerüchte um das alte Haus am Ende der Pineview Drive. Aber der Abgrund ist in Wahrheit noch viel tiefer. Na, da bin ich ja froh. Okay. 23 Uhr. Noch 9 Stunden bis Tagesanbruch. Es ist ziemlich genauso wie in Nightfall gemacht. Ein bisschen mehr. So, wir müssen mal die Taschenlampe nachladen. Es ist ein bisschen dunkel so langsam. So, streich jetzt. Auf dem Hocker scheint mal was gesessen zu haben. Hä? Will ich wissen, was das war? Was? Hocker? Hier? Okay, hier sind noch Streichhölzer, müssen wir uns merken. Müssen wir uns merken. Ich glaube, er meint einen anderen Hocker. Hier nicht. Ich glaube, er meint... Warte mal, das müsste der hier. Hä, wo war denn der Hocker? Der hier! Den meint er. Ja, da hat etwas gesessen, genau. Hm, was war da? Ich verpasse schon wieder die Jumpscares hier. Ach, der gute alte Fernsehraum. Batterien haben wir jetzt definitiv genug. Oh! Oh, der Clown! Können wir ihn zusammenbauen? Ein Clown zum Zusammenbauen. Wie geil ist das denn? Wir können den Clown zusammenbauen. Erstmal Licht an hier. Oh, es ist trotzdem so dunkel. Obwohl wir hier die Dinger anmachen können, ist es dunkel. Es ist dunkel. Es ist einfach nur dunkel. Da ist zu. Okay. Okay, okay. Haben wir wohl noch mehr Teile vom Clown hier irgendwo? Vielleicht müssen wir die finden. Waren hier auch noch welche? Habe ich hier vielleicht nicht richtig nachgeguckt? Wir brauchen auf jeden Fall einen Kopf. Da! Der Kopfclown. Der Clownkopf. Oh, oh, und die Tröte. Genau. Die Tröte. Die lag doch. Lag die nicht hier irgendwo? Oder hier? Wo war die fucking Tröte? Rechts zu. Hm, die war... Die doch hier? Ich weiß es nicht mehr. Nee, die muss oben gewesen sein. Wenigstens reicht die Batterie. Wir haben noch Platz. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe mich nicht bewegt. Fake News. Ich mach hier erstmal an. Du bist bestimmt gleich weg hier. Das ist wieder Pippi 2.0 hier. Ganz ruhig. Ist doch alles in Ordnung. Mal zu. Hier war die Tröte. Oh, wieso? Wieso können wir die nicht mitnehmen? Die Tröte gehört doch zum Clown.
Okay, nochmal hier gucken. Irgendwas muss es hier noch geben. Oh, da, unter unserem Bett. Aber wie kommen wir da hin? Ah, okay. Ich wusste es ist ganz am Anfang. Ich wusste es einfach. Das Problem ist, ich bin jetzt so oft hier rumgerannt, dass unser Angstbalken schon so weit unten ist. Ich hoffe, der lädt sich wieder auf. So, Clowny. Ich komme, ich gehe dir zur Hand. Perfekt. Was war das? Warte mal, vielleicht brauchen wir jetzt die Tröte. Die könnte oben sein, die war oben. Ah ja. Das muss aber auch wissen, ne? Wenn du quasi den ersten Teil nicht gespielt hast, musst du das auch wissen. Ich hoffe, in einer Stunde geht es uns wieder gut, aber eigentlich müsste das so sein. So, Clown! Du bist komplett. Glaube ich zumindest. Ich wüsste nicht, was noch fehlt. Ich glaube, wir sind komplett. Dann mal raus hier. Was? Was jetzt? Gott, das Spiel setzt mich so unter Druck, ey. Okay, mal hier gucken. Ich schätze, wir müssen jetzt einen neuen Zettel irgendwo finden. Nein. Was? Der Clown hat gequietscht. Ich geh einfach ins Bett. 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 Bett, 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 Bett. Was zu. Mal eben alles absuchen. Alles noch hell. Oh, die Musik ist so brutal. Huch! Ich bin von der Teppichkante erschrocken. Ich geh ins Bett. Ist aber nichts mehr. Okay, ich muss die letzte Batterie. Ne, eine habe ich noch. Vielleicht doch irgendwas hier drin. Hier hatten wir doch eigentlich schon was gefunden. Okay, der Clown hat gequietscht. Er will, dass wir zurückkommen. Oder sitzt er jetzt hier irgendwo? Und ich sehe es nur nicht. Clowny. George Clowny. Er ist weg. Ich wusste es. Der Clown ist weg, der Clown ist weg. Alles klar, wir können uns einen neuen Raum aussuchen. Welchen nehmen wir? Gehen wir nach oben? Wir gehen nach oben. Oder raus. Hier geht's doch raus, meine ich. Ein neuer Bereich. Oh Gott, der war so creepy hier. Ja, da ist. Natürlich immer noch kein Licht. Hier geht's raus. Scheiße, es geht nicht raus. Oh. Hallo. Oh, diese Gänge, die erinnern mich daran. Die erinnern mich daran, an den Licht, ey, der Lichtpfad. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ist hier nicht die Küche? Ah ja. Oh, nur ein Ventilator. Alles gut. Schein. Sollte man vielleicht mal benutzen hier. Was gibt's hier Schönes? Das ist alles schon all. Oh, da eine Note. Alles fing damit an, dass die Familie Harmsworth damals das alte Anwesen kaufte. Okay, und damit würde ich sagen, machen wir den ersten Part hier einen Break. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Pinewood Drive Homeless wieder.
12 Uhr, noch 8 Stunden bis Tageseinbruch. Und ich sehe, die Leiste lädt sich nicht auf. Ja, das kann ja super werden. Ich hoffe, wir finden hier gleich noch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Haut rein. Ciao. Es ist 0 Uhr, noch 8 Stunden bis Tageseinbruch. Und damit, hi und herzlich willkommen zurück zu Pineview Drive Homeless, dem neuen Pineview Drive Game. Und in der letzten Folge, ja, wir sind ein Army-Soldat, der bei einem Sturm quasi Zuflucht in diesem alten Landhaus gefunden hat. Doch irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben uns schon ein bisschen hier umgeguckt. Ach, guck mal, da ist der Opi. Der Opi und die Omi. Die Omi ist zum Glück nicht hier. Okay, wir haben hier diese Tränke und können damit unseren Angstzustand ein bisschen auffüllen. Sehr gut. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir hier noch einen Schlüssel finden, beziehungsweise was wir tun müssen, um einen Schlüssel zu finden. Und wenn wir einen gefunden haben, können wir eine neue Tür freischalten. Und so weiter. Und so weiter. Oh mein Gott, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, hier draußen steht schon wieder... Da ist so ein Windspiel. Ist das irgendwie... War das schon immer da? Ist das nicht aus Obscuritas oder so? Die Musik ist auf jeden Fall ultra brutal hier. Und ich frage mich gerade, was wir hier wohl machen können. Oh, da liegt auch noch so ein Health-Ding. Sollten wir das schon nehmen? Oder sterben wir dann? Ich lasse das erstmal da. Aber wir merken uns, dass das da ist. Ja, ich habe da hinten... Stimmt. Ich erinnere mich. Wir gehen mal in die Richtung. Hallo? Oh, ich hasse das Ding. Okay, es rührt sich nicht. Mitternacht. Ich glaube, hier war der Speiseraum, ne? Schalter geht auch nicht. Batteries. Brauchen wir welche? Ach, es war nur die Tür. Okay. So, hier lag ja auch mal ein Schlüssel auf der Tür. Da müssen wir mal aufpassen. Nicht, dass wir wieder einen verpassen. Das Obst sieht übrigens immer noch gut aus. Interessant, interessant. Oh, die Musik ist so brutal. Gut, gut, gut. Ich hoffe, die haben nicht noch mehr davon eingebaut. Bist du noch da? Ja. Tüchlein, Tüchlein an der... Oh Gott, oh Gott. Wir wissen ja, hier passieren ja random irgendwelche Aktionen. Und das ist richtig blöd. Weil wenn wir Angst haben, dann haben wir leider keine andere Wahl. Und müssen ruhig bleiben. Okay, wir können hier nur hoch. Moment, nur Streichhölzer. Können wir da auch noch was anzünden? Okay. Jedes Licht ist wertvoll. Wir müssen ja auch ein bisschen Batteries sparen. So, da war die Küche. Okay. Ich glaube, hier gab es noch eine zweite Küche oder ein Esszimmer. Dann gehen wir mal hoch. Aha, und ich freue mich schon. Nicht hier oben zu sein. Brutale Musik wieder am Start. Ist irgendwie ein bisschen schade, dass man keinen Strom anmachen kann. Das finde ich wirklich, wirklich schade. So, was hatten wir hier? Was war hier? Ach, ein Schachraum. Statue? Wir haben die geheime Statue entdeckt. Mal wieder. Oh, Ferdi ist auch da. Ein Pferd mit Format. So. Es ist wirklich saudunkel. Ich habe die Helligkeit schon... Ich habe die Helligkeit hochgedreht. Und ich habe die Helligkeit für euch im Video hochgedreht. Also für euch ist es sogar noch eine ganze Ecke heller als für mich. Da geht's nicht weiter. Okay, und immer schön merken, welche Türen jetzt verschlossen sind. Und welche nicht, ne? Das wird schon wieder schwächer hier. Gut, da sind wir hochgekommen. Hier war, glaube ich, noch was. Eine zweite Küche. Genau. Hier ist gut. Batteries. Geheime Statue. Die brauchen wir bestimmt. Der Eintopf. Die Fische. Die Pfanne. Hier ist alles fresh. So, sonst gibt es hier nichts. Ich frage mich, was wir hier wohl machen müssen. Was hier wohl passiert. Ich glaube, da hinten war der Chuck-Raum. Wir gehen mal Richtung Chuck-Raum. Oh, das war's schon wieder mit Streichhölzern. Habe ich so wenig Streichhölzer? Ha. Das ist ein Bingo. Und hier war... Was war hier? Ich glaube, eine Speisekammer. Ja, ich kenne mich noch gut aus. Ihr seht es. Falls ihr Pineview Drive nicht gesehen habt, habe ich euch natürlich im Video verlinkt. Irgendwo oder in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht. Irgendwo ist es verlinkt. Und ansonsten sucht einfach mal auf meinem Kanal. Batteries! Eine sorgsame Auslese an Wein haben wir hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich muss immer wieder rausgucken und gucken, dass Marvin nicht in der Gegend ist. Hey, können wir das nehmen? Nein, können wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich hier irgendwie umsehen soll.
So, mal gucken. Ich weiß es nicht. Nee, das war der Artraum. Genau, der Kunstraum ist hier. Der Kunstraum. Ist aus Günste, da kam das weg. Das ist neu. Hier war eigentlich was anderes. Oh, Secret. Streichhölzer. Okay, jetzt sind wir voll. Ah, da ist sie doch wieder. Da ist sie wieder, das Mädchen. Mein Mädchen. Oh, das... Da sind Handabdrücke drauf. Große. Oh, okay, okay. Ach so. Du hast bereits Schreischöcher. Können wir mich noch mehr? Okay. Tic-Tac-Raum müsste auch hier in der Nähe sein. Das ist der Verbindungsraum, glaube ich. Jetzt haben wir hier alles schön, schön hell gemacht. Ist auch zu. Okay. Warte mal, ich hole mal eben noch die Streichhölzer. Das ist gut, dass ich immer nur das auffülle, was man quasi braucht. Und will nicht das alles nehmen, dass sie weg sind. Das ist sehr gut durchdacht. Und auch die Batterie hält ja schon ziemlich lange. Okay, gehen wir zurück. Ich fülle mal eben nach. Können wir da hinten noch her? Ich guck mal eben, ob wir hier noch reinkommen. Ja, hier war der Schachraum, aber da hinten war zu, ne? Und hier war auch zu. Dann gehen wir wieder runter. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich hätte jetzt erwartet, das ist übrigens Omi. Das ist Omi, ne? Ich hätte jetzt übrigens erwartet, dass wir hier noch was finden. Gut, du bist auch noch da. Aber scheinbar gibt es hier nichts mehr. Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe wieder das Gefühl, ich habe was übersehen. Es ist aber auch... Es ist einfach zu dunkel. Es ist zu dunkel. Okay. Hammer zu. Hammer zu. Verbindungsraum ist zu. Gehen wir mal zurück. Wenn wir zu lange hier rumtrotten, dann gibt es auch einen Hinweis übrigens. Oh, diese Kobra, ey. Oh, hier. Secret Statue. Da haben wir schon viele gefunden. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon gibt. So, TV Room. Zurück im TV Room. War da auch noch was? Nee. Okay. Clownchen ist immer noch weg. So. Ich glaube, hier ist ja einfach nur dieser Zwischenraum. Hier war, glaube ich, sonst nichts. Du dürftest eigentlich nichts Neues geben. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass da was Neues ist da oben. Guck mal an hier. Huch. Das glänzt hier überall so. Hallo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt in dem neuen Bereich eigentlich suchen müssen. Deswegen, ich bin ein bisschen verwirrt. Aber das macht nichts. Wir gucken einmal hier ein bisschen rum. Ich will definitiv ins Wohnzimmer. Das muss in dem neuen Bereich sein. Ich meine, es ist immer was im neuen Bereich. Hier muss es irgendwas geben. Ich habe bestimmt was... Ach, Clowny, lass mich doch in Ruhe. Ich weiß gar nicht, ob die schon da waren. Da steht wieder ein Telefon. Das ist gefährlich. Es darf nicht klingeln. Sonst erschrecken wir uns. Okay, ich gehe nochmal in der Küche gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Wir haben auch keinen Schlüssel mehr, ne? Da ist nichts mehr. Ich weiß nicht, warum hier diese Dinger rumstehen. Ich weiß es einfach nicht. Oh, hier ist auch noch. Guck mal. Können wir nehmen. Sind wir voll. Habe ich gar nicht gesehen, dass es danach stand. Guck mal. So schnell übersieht man was hier halt, ne? Sag mal, ist das neu, dass wir einen Körper haben? Ich frage mich die ganze Zeit, ob das auch schon in Pineview Drive war. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nope. Aber zu... Da war definitiv auch zu.
Also dieses Rätselraten, weißt du? Die ganze Zeit dieses Rätselraten. Okay, guck mal oben. Manchmal muss man auch ein bisschen rumrennen, bevor was passiert. Da war zu. Hier war auf. Es muss vielleicht doch irgendwas in diesem Raum sein. Hier sind so Notes oder so Zettel. Vielleicht können wir hier irgendwo was aufmachen. Oder finden. Oder wir haben noch irgendwas übersehen. Da! Ah, das sind Batteries. Nur Batteries. Ach, hier ist auch noch so ein Heiltrank. Guck mal. Finde ich irgendwie cool mit dem Heiltrank. Ist sehr, sehr sinnvoll. Sehr sinnvoll. Aber mehr ist hier nicht. Ich sehe schon wieder meinen Mauszeiger auf dem zweiten Bildschirm. Das ist schlecht. Das ist so eine typische Unity-Krankheit. Okay, hier muss es vielleicht noch irgendwas geben. Irgendwas befindet sich in der Pfanne, in dieser ekligen Masse. Vielleicht würde es helfen, es zu erhitzen. Was? Ernsthaft? In dieser Pfanne. Vielleicht würde es helfen, es zu erhitzen. Nein! Ich muss da... Ach, ich muss da was reintun. Holz? Kohle? Okay, ich muss irgendwie den Ofen ankriegen. Aber wie? Ich muss ein Stück Kohle finden. Vielleicht im Kunstraum? Oder hier? Das ist ein Fliegenfänger. Wie geil. Es ist schon anders, ne? Okay, ich muss, denke ich mal, ein Stück Holz oder ein Stück Kohle finden. Wo könnten wir das finden? Ist ein guter Tipp. Vielleicht hier im Vorratsraum. Hier könnte es was geben. Ja, wir müssen nur mal Licht machen. Wenn wir denn die Möglichkeit dazu haben. Ja, haben wir. Hier gibt es bestimmt irgendwas. Stück Holz, Stück Kohle. Stück altes Brot können wir vielleicht auch nehmen. Kartoffeln? Nein. Ich habe das Gefühl, hier kommen wir nicht weiter. Oh Gott. Könnte natürlich auch im Kunstraum irgendwas liegen. Füllen wir mal wieder auf. Ich glaube, die sind... Sind die unendlich hier? Das könnte ein Bug sein, aber zu meinen Gunsten. Deswegen sage ich mal nichts. Hier gibt's nichts. Keine Kohle. Da ging es nicht weiter. Ging es nicht weiter. Okay, vielleicht finden wir das woanders irgendwo. Vielleicht gab es im Vorratsraum unten noch was. Ich will nur mal gucken. Ich bin ja manchmal so blöd und finde echt hier Dinge nicht. Die so offensichtlich hier rumliegen. Ich weiß, manchmal seht ihr die, aber ich sehe die nicht. Definitiv nicht. Nee. Ich gehe mal unten gucken. Erstmal überhaupt irgendwas finden, ne? Hier, Holz. Ah, natürlich. Natürlich. So, okay. Jetzt wird's spannend. Bitte keine Jumpscares. Warte mal, wir müssen hoch. Wir müssen hoch. TV Room. Mal ein bisschen Batterie sparen. Okay, du bist noch da. Tüchi, bist noch da. Dann gehen wir mal hoch. Ich glaube, oben war das, ne? Oben war die Küche. Nee, war zu. Hier war die Küche. Oh ja. Alles klar. Gut. Anzünden. Ein Glück haben wir den Fliegenfänger, du. Ach ja. Das ist übrigens aus dem Nightfall mit den Fliegen. Aber verdammt cool. Ich find's immer noch cool. Hey, Schlüssel. Okay, neuer Bereich. So. Natürlich.
Geht mal wegfliegen. Jetzt kommen wir raus. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, ich bleibe erstmal unten. Ich will mal ins Wohnzimmer. Wohnzimmer ist gut. Ist Tüchi noch da? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank bist du noch da. So, netter Bereich hier. Ich verpiss mich. Unten ist es doch am schönsten, finde ich. Deswegen gehen wir jetzt hier raus. Und gucke mal, was dahinter ist. Ich glaube zumindest, das Wohnzimmer war da. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Das da. Das da war's. Oh, oh. Hier ist einfach nur ein anderer Bereich. Ging's hier nicht in den Keller? Na, ist zu. Ach, hier ist die Statue. Das habe ich irgendwie gesucht. Okay, da ist zu. Hier haben wir noch einen kleinen... Oh, das Bild. Nope. Ich hasse das Bild. Wo ist... Das ist doch ein Bild vom Wohnzimmer. Ah, da musste man... Wir hatten schon öfter mal in so Spielen, dass wir irgendwie Reihenfolgen beachten mussten. Hier. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal schnell zurück. Oh Gott, die Puppe. Jetzt hat die Musik einfach aufgehört? Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Da ist auf jeden Fall dieser Teller. Können wir den nehmen? Okay. Eine Note. Die neuen Besitzer des Anwesens haben sich zunächst nur sehr selten überhaupt im Ort blicken lassen. Okay. Und da ich leider zeitlich gebunden bin, als Vorgabe vor Release... Machen wir 1 Uhr nachts in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Es ist 1 Uhr. Noch 7 Stunden bis Tagesanbruch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pineview Drive Homeless. In der letzten Folge haben wir uns erstmal hartes Holz besorgt, um einen Ofen zu starten und dann den nächsten Schlüssel zu bekommen, mit dem wir uns dann hier ins Arbeitszimmer katapultiert haben. Und hier gilt es jetzt einen weiteren Hinweis zu finden oder ein Rätsel. Wir haben ja schon auf diesem einen komischen Bild in dieser Kammer gesehen, dass wir da so einen Teller finden müssen und den irgendwie im Wohnzimmer platzieren. Ich glaube, das war der Teller. Wo war der denn? Der war hier irgendwo. So, wir müssen ein bisschen aufpassen mit Batterien, obwohl im Moment sieht es noch gut aus. Wir zünden mal Zündi. Ach, können wir hier gar nicht. Warum können wir den nicht zünden? Gibt es hier was zum Zünden? Okay, ich muss noch mal eben gucken, ob es hier irgendwie... Guck mal, hier auch noch. Ein Hinweis. Eine Vase im Regal. Okay, eine... Boah, diese Sounds machen mich noch wahnsinnig. Ich freue mich schon auf Marvin, ey. Ich freue mich auf Marvin. Warte mal, hier steht irgendwie... Ich weiß aber nicht, wo das ist. Es ist so dunkel. Da hinten ist irgendwas in der Ecke. Ich sehe aber nicht was. Es ist irgendein Regal mit einer Vase drin. Irgendein Regal mit einer Vase drin. Ich glaube, wir müssen definitiv auf Bilder achten. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Wenn wir mal so eine Vase finden, so eine türkisfarbene oder so, dann müssen wir aufpassen. So, wir sind im... Oh ja, great. Kommen wir denn hier rein? Da kommen wir rein. Wohnzimmer geht. Geht klar. Und Licht geht natürlich immer noch nicht. Hier, Statuette. Gut, haben wir den Jumpscare verpasst? Da ist eine Vase. Aha. Aha. Okay. Gut. Jetzt müssen wir nur noch das passende Regal finden. Haha. Wo war es denn noch? Also hier schon mal nicht. Das sah ungefähr so aus. Aber irgendwie war so ein Doppelregal. Der Schädel kommt mir auch bekannt vor. Oh, den können wir austauschen. Ach, ja klar. Hier ist die Reihenfolge. Hier ist die fucking Reihenfolge. Okay, warte. Diesen Teller, ich weiß nicht mehr, wo es diesen Teller gab. Wo habe ich diesen... Ich muss nachladen. Wo habe ich den Teller gesehen? Nutella. Hier war das. Also die Reihenfolge ist... Schale.
Und so eine andere Vase. Hier ist der Teller. Da gehört die Vase hin. Genau, und der Teller gehört dahin. Und der Schädel? Okay, der Schädel. Teller. Nee, warte mal, das war keine Vase. Ich weiß, was das ist. Der Schädel, der gehört eigentlich auf den Schreibtisch. Wo war das Arbeitszimmer? Hier war das Arbeitszimmer. Der Schädel, der gehörte eigentlich hierhin. Das ist auch keine Vase, sondern... Ja, doch, ist eine Vase. So eine Art Urne. Keine Ahnung. Okay, und die Urne gehört dahin. Ja, wenn man viele Wiss-Games gespielt hat, dann weiß man so langsam, wo man es platzieren muss. Aber es gehört irgendwie hierhin, ne? Die hat gerade noch nicht hochgeguckt. Okay. Ich gehe mal davon ab. Ich gehe mal davon aus, wir haben das Rätsel gelöst. So, die große Frage ist, what nun? Wie der Engländer sagt. Streichhölzer lasse ich erstmal liegen. Wir haben uns zu sehr bewegt. Denk dran, nicht bewegen, ne? Wenn was passiert, nicht bewegen. Da haben wir uns schon wieder zu viel bewegt. Geh mal langsam durch den Weg. Frage ist, müssen wir jetzt was im Arbeitszimmer machen? Hier ist alles gut. Oder vielleicht nochmal auf dem Bild gucken. Die Vase hatten wir definitiv richtig platziert. Ist das neu mit den Dokumenten hier auf dem Boden? Oder waren die schon vorher da? Der guckt jetzt hoch. Vielleicht müssen wir... Klavier hat doch Geräusche gemacht. Nicht, dass hier der Schlüssel liegt oder so. Ich übersehe das hier auch gerne. Decker Brothers. Alles klar. Liegt auch nichts. Schade, dass wir keine Schubladen öffnen können. War das nicht in Nightfall so? Ich glaube, in Nightfall könnten wir Schubladen öffnen. Gott, ist das dark. Erstmal eine Zigarre hier. So. Rauchen ist ungesund. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss hier noch einen Schlüssel finden, aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Gut. Wir müssen was anderes finden. Neue Batteries. War die überhaupt unten? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich muss es was hier sein. Es gibt immer im neuen Bereich etwas. Es gibt immer im neuen Bereich etwas. Achso, da ist zu. Mal die Kerze anmachen. Was haben wir übersehen? Vielleicht müssen wir doch noch was an der Statue drehen oder sowas. Ich gehe mal zurück. Es muss irgendwas in dem Raum sein. Oder vielleicht hier irgendwo. Oh, diese Puppe macht mir auch Angst. Diese scheiß Puppen. Diese fucking doof Puppen. Es muss was im Wohnzimmer sein. Irgendwas muss im Wohnzimmer passiert sein. Aber was? Ich übersehe es wieder. Es ist auch halb. Die Zeit schreitet voran. Ich werde auch ganz wahnsinnig hier. Okay, also da war definitiv nichts drin. Ich habe keine Ahnung. Es hört sich so an, als hätte sich irgendwas im Arbeitszimmer geöffnet. Okay, es hat sich irgendwas im Arbeitszimmer geöffnet. Irgendwas hat sich hier geöffnet. Aber wo? Bin ich denn doof? Ach, im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer. Wir sind ja auch falsch hier.
Im Arbeitszimmer. Das ist natürlich hier. Hier ist das natürlich. Da. Da? Schublade? Ah, natürlich. Ein weiterer Key. Okay. Ja, das war ja das da. Hab wieder Brett vorm Kopf. Oder Holz. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir könnten natürlich hier die Nebentür öffnen. Damit kommen wir in den... Das hier. Damit müssten wir nach oben kommen, meine ich. Ist forever zu. Okay, wir haben einen Schlüssel. Dann gucken wir mal hier. Da war sowieso schon auf. Hier geht's, glaube ich, zum Clown. Ja, hier ist das Wohnzimmer. Okay, dann gucke ich einfach mal oben. Dann gucken wir mal oben. Hallo, hallo, hallo. Gehen wir dahin, gehen wir dahin. Ich glaube, hier waren auch noch Türen. Für den oberen Bereich. Da war das Schlafzimmer. Ja. Dann haben wir hier noch den Verbindungsraum. Dann machen wir den. Hier war es nämlich auch schön. Da kommen wir dann wieder nach oben. Dann schließt sich der Kreis. Dann schließt sich der Kreis schön. Okay. Okay. Das Gewitter wird derweil immer schlimmer. Hallo. Da steht wieder der Teller. Und Omi. Da ist auch Omi. Ich habe sie so vermisst. Die alte Dame. So. Warum mit Streichhölzern sparen, wenn wir doch endlos Streichhölzer haben? Ich muss immer rausgucken, ob ich Dingens irgendwo sehe. Na, wie heißt er denn? Marvin, die Vogelscheuche. Marvin. Ich habe sie Marvin getauft. So, oberer Bereich. Hier müssten wir... Oh, hier gibt es schöne Räume. Ich erinnere mich. Hier gibt es unter anderem einen Trank. So. Gönnen wir uns. Gönnen wir uns. Hier ist die Verbindungstür. Damit müssten wir eigentlich oben wieder ankommen. Soweit ich mich erinnere. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Müssen wir allerdings erst freischalten. Mit einem weiteren Schlüssel. Aber ich glaube, da gibt es auch einen neuen Bereich. Scheiß Telefon. Batteries! Scheiß auf die Streichhölzer. Hey, das ist zu. Da muss doch hier was geben. Okay, hier muss es einen Bereich geben. Da kommen wir nicht hin. Ach, man kann, glaube ich, noch weiter hochgehen, oder? Könnte man hier nicht noch weiter hochgehen? Irgendwo? Nö. Da ist der Brief. Einige Bewohner unseres Dorfes haben dann in den nächsten Monaten angefangen, für die Familie Harmsworth zu arbeiten. Aber niemand sprach über das, was dort passierte. Okay. So langsam kriegen wir ein bisschen mehr Geschichte von Pinewood Drive. Das scheint wirklich von damals zu spielen. So, Nacht. 2 Uhr. Nacht, scheiße. Ich denke immer noch in Tagen, ich denke immer noch zu sehr im alten Pinewood Drive. So, 2 Uhr. Dummerweise ist jetzt wieder alles dunkel hier. Das fand ich immer doof. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich in den hinteren Bereich. Und wir gönnen uns eine neue Batterie. Dann gibt es hier was zu tun, garantiert. Vielleicht können wir jetzt auch erst ganz andere Bereiche öffnen. Die wir vorher, weil wir da vorher nicht hin durften. Ich weiß es nicht. Nee, ist alles zu. Okay. Das wird ja interessant, weil hier ist ja eigentlich nichts. Eigentlich ist hier nichts, ne? Oder hier? Das ist ja nur dieser Verbindungsbereich. Der uns nicht wirklich weiterhilft. Wer hat da gelacht? Findest du das etwa witzig? Gott, ich mag das nicht. Dieses Ding, hing das schon vorher da?
Hexerei? Okay, wir gehen mal runter. Das ist weird. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Und ich könnte schwören, dass es jetzt was von dem neuen Bereich ist. Das war eine Hexe. Eine Hexe. Hex. Das ist hoffentlich Bibi Blocksberg oder so. Ich brauche noch Streichhölzer. Sind hier noch Streichhölzer? Ich brauche erst Streichhölzer, damit ich ein bisschen Licht machen kann. Ist so fucking dunkel. Okay. Gucken wir mal im Ort, im Vorort der Hölle. Das Ding hing da auf jeden Fall nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir können es auch nicht runterschneiden oder so. Alter, diese Figuren. Diese Figuren. Bleib bloß da. Oh! Das hing da definitiv nicht. Definitiv hingen diese Dinger da nicht. Nope. Können wir raus? Okay, langsame Bewegung, sonst gibt's Ärger. Familie Freude. Mutter Freude, Vater Freude. Der kleine Johnny Boy Freude und die Eva Freude. Ah ne, es sind beides Jungs. Huh? Was war das? Okay, ich sehe diese Dinge, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll. Könnte sie irgendwie runterschneiden, wenn ich könnte? Irgendwas muss ich da... Ich bin mir nicht sicher, was ich damit tun muss. Ich mache erstmal... Ach, ich kann ja nicht anmachen. Hier ist so ein Rohr. War das schon vorher da? War das... Boah, ey, dieses Loch da. Das sah aus wie ein Auge. Ey, ich krieg schon Hallos. Und ich erschrecke mich immer vor der Uhr. Total der Profi. Ich hab keinen Plan. Hier haben wir zumindest Wisfeier. Hier haben wir zumindest Streichhölzer. Die bringe ich vielleicht ein bisschen weiter. Oh, ich leite erstmal das Licht. Hier im Flur. Vielleicht sehen wir dann ein bisschen klarer, aber irgendwie habe ich Angst, dass ich gleich sterbe. Was passiert? Ich hab's verpasst. Irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas war da. Keine Ahnung. Noch ein Ding und ich bin tot vor Angst. Deswegen muss ich jetzt ganz schnell meinen Saft trinken. Ich weiß, wo der war. Der war im hinteren Bereich. Hier. Hatte ich noch einen. Mein Timing ist aber auch schlecht geworden. So. Jetzt spielst du halt so fies, weißt du? Du weißt halt nicht, was du machen musst. Und wirst immer hin und her geschickt und kämpfst gleichzeitig mit der Angst. Und irgendwie geht die auch schon wieder runter, die Energie. Ich bin eh gleich tot. Wir sind gleich im Arsch. Wir sind im Arsch, im Arsch, im Arsch. Wir sind gleich im Arsch. Ich weiß echt nicht, was da passiert ist. Ja. Da klingelt einfach die Tür und dann sowas. Die Glocke. Scheiße. Da machst du die Tür auf, die Glocke klingelt und dann sowas. Ich habe keine Ahnung momentan. Ich hab keine Idee, nach was ich suchen könnte. Ob es hier noch irgendwie was gibt? Oh Gott! Geh weg! Hä? Wieso gehst du nicht weg?
Geh doch weg! Oh. Ich hasse es. Die Schatten, deswegen. Und das auch noch beim Pferd mit Format. Okay, wir müssen garantiert hier irgendwo hin. Wenn diese Schatten hier schon rumhängen. Aber du rennst bestimmt gleich auch noch irgendwo rum. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich hab so Angst. Ich muss mal oben in den Kunstraum. Gibt's hier noch irgendwas? Batteries oder so? Ich fühle mich so verloren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir rennen jetzt einfach wie blöd durch das Haus. Und hoffen nicht, dass es noch mehr Schatten hier gibt. Okay, hier waren wir schon. Wir waren hier schon überall. Da ist noch ein Trank, aber den lassen wir mal hier. Boah, aber eine Battery. Aber Streichhölzer gibt's hier. Dann lichten wir erstmal alles hier. Oh nein, sie sind weg! Die Endlos-Streichhölzer sind weg! Das ist ja schade. Das ist ja schade. Okay. Das ist doch eigentlich der Durchgang, aber der geht leider nicht. Es muss irgendwas unten sein. Irgendwas muss ich oben in dem neuen Bereich übersehen haben. Aha, es ist also im neuen Bereich. Lecco mio. Warum ist es in dem neuen Bereich? Ich habe da doch überall rumgeguckt. Jetzt wird's spannend. Jetzt sag nicht, hier liegt irgendwo ein Schlüssel rum. Das wäre ja mal richtig kacke. Okay, irgendwas muss ich hier übersehen haben. Dann guck mal. Hier geht's schon mal nicht weiter. Hallo, Telefon. Licht anmachen. Lichter machen. Kommen wir da hin? Hallo? Okay, was? Was muss ich hier machen? Irgendwas kratzt hier irgendwo. Ich weiß aber nicht wo. Links. Mit der Pflanze? Mit dem Bild? Ist es irgendwo hier? Rechts. Ich kann ihn nicht leiten. Geht nicht. Okay, was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Das war Marvin. Geh mir weg mit deiner Tröte. Oh, da muss ich erstmal drauf kommen, ey. Okay, okay, geil. Gut. Nein, nicht geil. Bin nach Hause. Okay. Der neue Schlüssel muss hier irgendwo sein. Da ist er ja. Sehr gut. Ha. Ein neuer Bereich. Komm, nehmen wir den. Ich weiß es gerade nicht. Haben wir unten noch was? Ich will erstmal unten fertig kriegen.
Oder hier, diesen Verbindungsbereich. Oh nee, da war zu groß. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Wir gehen wieder runter. Aber nicht, dass ich gleich sterbe. Wir gehen runter. Unten gibt es bestimmt auch noch einen tollen Bereich, den wir noch nicht gemacht haben. Zum Beispiel... Den? Nee, haben wir schon. Da hinten. Hier. Okay. Da geht es, glaube ich, zum Clown. Nein, hier haben wir noch nicht. Nehmen wir den Bereich. Das ist gut. Was haben wir hier für ein Zimmer? Das Musikzimmer. Okay. Musikzimmer ist gut. Musik macht Freude. Musik ist schön. Batterien haben wir auch. Licht haben wir auch. Klavier haben wir auch. Oh nein. Ich habe es nicht gesehen. Guck mich nicht so an. Okay, neuer Bereich. Neuer Bereich. Wir müssen eine Not finden. Bevor wir sterben, optimalerweise. Optimalerweise. Oh, es ist so dunkel. Okay, besser. Bevor wir sterben. Okay. Ah ja, hier kommt man hoch in den oberen Bereich. Oh, Badezimmer. Oh, Badezimmer. Ja, geil. Was ist denn hier passiert? Das gute alte Blutbadezimmer. Ja, ja, große Fingerabdrücke wieder. Große Fingerabdrücke. Okay. Hier hatten wir auf jeden Fall viele Türen. Ich bleib erstmal hier. Ich gehe erstmal nicht da hoch. Wait. Wir sind im Chestzimmer bei Ferdi. Bei Ferdinand. Ach, wir können damit einfach nur Bereiche freischalten. Ich verstehe. Batteries. Scheiß Uhren. Ah ja, dieser Zwischenraum. Sehr gut. Gib mir the drink hier. Gut. Besser. Und noch mehr. Noch mehr. Mensch, wir sind richtig gut ausgerüstet hier. Uns geht's richtig gut. Und das ist der Zwischenbereich für oben. Alles klar. Damit kommen wir hier hin. Das heißt, wir müssen nach ganz oben. Wir müssen nach ganz oben. Wiederhole mich. Das ist nur der Verbindungsbereich. Wenn wir zu lange rumrennen... Okay. Ja, vielleicht nicht nach ganz oben. Vielleicht nur hier hin. Hier ist jetzt auch der Verbindungsbereich. Da lag gerade der Schlüssel. Mensch, wenn du das Haus nicht kennst, dann ist es natürlich ganz schön unübersichtlich. Nein. So. Geheime Statue. Okay, wir müssen nach ganz oben. Wir müssen es einfach tun. Das war der Tea Room. Genau, das wollte ich noch sagen. Der Tea Room. Ah nee, stopp. Weiter hoch. Weiter hoch. Bis zu den Schlafzimmern. Das Haus ist so gemütlich. Ich würde mir genau dieses Haus bauen. Und hier oben die Schlafzimmer ist schon toll. Das ist ein großer Bereich. Gut. Hier auch noch ein bisschen Heilung. Streichhölzer. Okay, lassen wir erstmal. Aha. Schränke, können wir die aufmachen? Hat hier da umgestrichen? Waren die schon immer weiß? Oh, hier. Nee, ich dachte, da wäre eine Statue. Okay, wir müssen... So, hier war, glaube ich, Kinderzimmer. Sind wir auf jeden Fall gut versorgt mit Batterien. Nee, das war... Ja, doch auch Kinderzimmer oder so. Statue. Oh Gott. Marvin, Marvin, Marvin. Mach mir keinen Scheiß. Das war Schlafzimmer. Hier gibt es noch mehr Schlafzimmer. Das war auch ein Arbeitszimmer hier. Und natürlich gibt es hier wieder... Licht. Batterien haben wir genug. Oh, hier liegt so viel rum. Es ist bestimmt das hinterste Schlafzimmer. Es ist immer so. Aber ich dachte, war hier nicht das Kinderzimmer? Da ist noch ein Trank. Wir haben viele Tränke in der Nähe. Das macht mich stark. Okay, hier liegt bestimmt der Brief rum. Da, siehste, habe ich doch gewusst. Immer wieder wollen Menschen die Schreie von Kindern gehört haben. Aber es wurden nie Kinder auf dem Anwesen gefunden. Okay, damit beenden wir auch diesen Part und
da heute Release ist von Pineville Drive, wenn ich mich richtig entsinne. Nein, ist es gar nicht. Morgen ist es. Dann sehen wir uns morgen nochmal wieder mit einer Folge, die ein bisschen kürzer ist. Und danach werden die Folgen ein bisschen länger. Haut rein, Leute. Ciao. Es ist 3 Uhr. Noch 5 Stunden bis Tagesanbruch. Der Spielstand wurde gespeichert. Hä? Ein neuer Tag, eine neue Runde, eine neue Stunde bei Pineview Drive Homeless. Hallo und herzlich willkommen zurück. Und wir sind endlich in dem oberen Bereich des Hauses angekommen, den ich so sehr mag, denn hier sind die Schlafzimmer und die Kinderzimmer. Hier ist es wirklich, wirklich gemütlich. Und, oh, gut, direkt mal anzünden. Ach, herrlich. Und jetzt geht's natürlich los und irgendwas muss es jetzt hier oben wieder zu lösen geben. Vielleicht ein Jumpscare, vielleicht ein Rätsel. Es wird auf jeden Fall irgendwas in diesem Bereich sein. Ich tippe mal auf das Badezimmer, ne? Das Blutbadezimmer. Aber wir gehen brav erstmal die Räume ab und gucken, ob hier irgendwie was Schönes ist. So, die Medizin nehme ich noch nicht. Uns geht es noch relativ gut. Davon. Ich dachte, da liegt was, aber nee, das ist nur die Lampe. So, dann gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Irgendwie sieht das alles so modern aus. Also der Schrank sieht sehr modern aus. Ikea-Style. So, übrigens cool, da drüben kommen wir auch hin. Da müsste das Wohnzimmer sein, auf der Seite da drüben. So, ungefähr. So, das lassen wir erstmal da. Ich zünde ein Licht. Und weiter geht's. Die können wir leider nicht anmachen. Hier, das können wir anmachen. Oh, ich mag die Musik gerade. Die ist jetzt wieder passend. So, Streichhölzer, brauchen wir neue. Ich nehme sie einfach mal mit. Wir zünden ja immer viel rum hier. Ja, der Kopf guckt immer. Okay, da sind auch noch Streichhölzer. Chuck steht in der Ecke. Ich dachte, ich hätte am Teppich was gesehen. Batteries haben wir noch genug. Die gehen auch erfreulich selten leer, die Batterien. Sehr erfreulich. Sehr zu meinem Erfreuen. So, hier sind wir wieder im... Ich glaube, das ist eigentlich ein Kinderzimmer. Also zumindest in Pineview Drive war das hier ein Kinderzimmer. Das sieht jetzt aus wie ein Lesezimmer oder so. Gibt's auch nichts Neues. Gut. Und nochmal hier rein. Ich weiß, ich suche hier nochmal alles ab, aber das ist Absicht. Ist irgendwie weniger Gewitter draußen? Es könnte ja sein, dass hier was passiert. So. Und das Spiel ist wirklich unglaublich dunkel. Wie gesagt, ich habe euch das ein bisschen heller gemacht hinterher im Video. Deswegen seht ihr vielleicht auch mehr als ich. Ich sehe nämlich gar nichts. So freundlich ausgedrückt. Obwohl ich schon auf der höchsten Helligkeitsstufe bin, die das Spiel bietet. Oh Gott. Okay, das ist der Zwischenraum. Hier müsste der Tea Room sein. Hallo. Milch. Ich trinke meinen Tee schwarz. So. Ach, wir müssen ja noch in die Küche, fällt mir ein. In der Küche hatten wir noch eine geheime Statue vergessen. Falls wir da mal hinkommen, erinnert mich dran. So, aber ich tippe mal darauf, wir müssen noch weiter runter. Es ist aber auch dunkel, ey. Es ist so fucking dunkel. Ich sehe gar nichts. Wir gehen ins Badezimmer. Guck mal, ich habe mich nicht bewegt, kein Stück, und trotzdem ist der Balken runtergegangen. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wie das System funktioniert. Waren die Fliegen letztens schon hier? Scheinbar nicht. Sieht man im Spiegel was anderes? Nö, das spiegelt wirklich die Welt. Okay. Jetzt sollten wir mal hier was wechseln. Das Musikzimmer. Hatten wir das geöffnet? Wir hatten das geöffnet. Also es kann etwas im Musikzimmer sein. Möglicherweise. Können wir die irgendwie spielen? Ich würde gerne spielen. Spiel die Spiel. Siehst du? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Können wir gleich direkt hoch den Saft trinken. Wahrscheinlich werden wir jetzt noch ein paar Mal sterben hier. Die Hexendinger hängen da wieder.
Waren die nicht eigentlich weg? Okay, es muss aber irgendwas in diesen Räumen sein. Es war immer was in diesen Räumen. Oh! Ah! Ah! Böse! Gut, sterben wir einfach zu Anfang. Warum nicht? Schachbrett. War da nicht noch ein Saft? Leider nicht mehr. Da kommen wir höchstens runter. War unten noch ein Saft? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Aber wir könnten in die Küche gehen. Aber ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen zu riskant. Ja, danke. Premiere Pro wurde aktualisiert. Das ist super. Denn oh, da sind wieder Schatten. Ja, okay. Ich habe mich wirklich erschrocken. Eigentlich muss man die Schatten anleuchten, damit die weggehen. Das hat aber nicht funktioniert so wirklich. Gut, wir wissen zumindest, wo wir hingehen müssen. Runter. Irgendwie runter. Ich habe keinen Plan, ob die Schatten dazugehören. Nochmal ins Radio. Ins Radio. Ich glaube, wir dürfen vielleicht auch nicht stehen bleiben, sondern einfach weiterrennen. Also einfach so tun, als wäre nichts passiert. Unseren Weg weitergehen. Vielleicht ist das das Geheimnis. Halt nicht drauf reagieren. So, da hängen wieder diese Dinger. Aber frag mich mal. Frag mich mal. Wir gehen auch nochmal zurück. Und unten war doch jetzt rechts. Genau, hier können wir. War da der Schatten? Ah, das ist random. Random ist das. Das passiert mal und mal passiert es nicht. Hier war dieser Zwischenraum. Ich komme wahrscheinlich hier wieder nur mit Tipp weiter. Ich wette, ich komme hier nur mit Tipp weiter. Aber wir müssen in der Nähe der Küche sein. Die könnte hier sein. Ich glaube, da war noch eine. Dann ist die Küche unten. Da war es die Küche unten. Oh, Tüchlein ist hoffentlich noch da. Ja, es ist noch da. Irgendwann ist der weg. Ich sage mal, irgendwann ist der sowas von weg. Hier. Nee, da stand auch keine Figur. Hä? Ich dachte, ich hätte in der Küche noch eine Figur gesehen. Ach nee, in der anderen Küche war das. War das noch oben? Boah, ich bin so verwirrt. Wo ist die andere Küche gewesen? Ein weiter. Hier, glaube ich. Wo der Ofen war. Nicht. Ich dachte, hier wäre noch eine Figur gewesen. Okay. Haben wir das Rätsel auch gelöst? Huch. Hä? Tür, ey. Ja, da haben wir das Problem. Ich frage jetzt, ob ich lange genug überlebe. um überhaupt zu sehen. Um überhaupt einen Tipp zu kriegen. Ich glaube, wir müssen nach oben den Saft trinken. Das ist die einzige Möglichkeit. Sonst sterben wir hier gleich. Böse, böse. Bleib ruhig. Hä, wo war der denn? Hier war der nicht. Seite gegenüber. Hier war der. Okay, ich bin bereit für einen Tipp. Gebt mir einen Tipp. Irgendwas, was ich mir ansehen muss, vielleicht. Hin. Immerhin. Ich wirke sichtlich angespannt. Ja, das bin ich auch.
Oh, ich weiß noch, wie hier der Stuhl sich bewegt hat in Pineview Drive. Ich erinnere mich. Ich geh mal raus. Ah, da ist auch noch ein Saft. Sehr gut. Aber den sparen wir uns mal noch auf. Der Saft, der die Kraft gibt. Steht da einer? Ah, ne, ist nur ein Kabel. Okay. Wäre auch noch eine Lampe gewesen. Okay, es muss irgendwas unten sein. Aber was? Ich bin schon so oft hier unten rumgerannt. Es ist bestimmt was im Badezimmer. Ich habe was im Badezimmer. Es scheint sich etwas auf dem Grund der Wanne zu befinden. Vielleicht kann ich sie irgendwie entleeren. Was? Die Wanne entleeren? Soll ich sie aussaufen oder was? Muss ich dem Rohr folgen? Wie kann ich die Wanne entleeren? Vielleicht am Klo-Dingen ziehen. Wenigstens befindet sich nichts am Grund des Klos. Ich würde jetzt echt sagen, ja, vielleicht dem Rohr folgen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, das Rohr habe ich schon mal gesehen. Und zwar hier irgendwo. Was ist hier unten? Hier. Das meine ich doch. Aber ich bräuchte irgendwie so ein Stöpsel. Wenn es das ist. Gott. Wo waren denn diese Rohre? Das ist nur eine Theorie. Guck mal, hier gehen auch so Rohre her. Da gehen auch so Rohre her. Wo könnte man sowas finden? In irgendeinem Raum? In irgendeinem Vorratsraum oder so? Die Wanne entleeren. Okay, ich gehe nochmal hoch. Ich hasse das Spiel. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist so fies. Haben wir vielleicht noch anderswo Rohre? Dann würde man die doch hier irgendwo sehen. Wie könnte man die Badewanne entleeren? Umkippen, würde ich jetzt mal sagen. Müsste einen Hinweis geben, was man hier machen könnte. Oh, nein, bleib an. Es kann eigentlich nur sein, dass wir hier irgendwie, dass man wirklich irgendwie ein Ventil findet oder sowas, um das Rohr da unten, den Anschluss quasi zu benutzen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich so ein Ding finde. Wirklich, no way. Keine Idee. Nicht mal im Ansatz. Den könnte ja überall sein. Im optimalsten Fall natürlich hier irgendwo. Weil der neu ist, dieser Zwischenraum. Vielleicht irgendwas, was wir nehmen können? Ein Eimer wäre auch nicht schlecht. Hier. Ausschöpfen. Aber nichts. Topf. Der ist schön. Mit so pinken Dingern oben drauf. Okay, das ist es schon mal nicht. Das Rätsel ist Lösung. Ich würde auch einen Blumentopf nehmen oder sowas. Vielleicht gibt es ja oben was. In der Regel ist ja eigentlich immer alles in dem Bereich, den man freigeschaltet hat. Eine Teekanne. Wir schöpfen es mit einer Teekanne aus. Nein. Also wenn man nochmal guckt, die Rohre, die gehen hier lang. Da. Es muss ja einen Grund geben, dass diese Rohre hier sind. Und sie kommen von oben. Also vom Badezimmer, würde ich jetzt mal sagen. Oben ist auch noch ein Rohr. Das kommt hier raus. Aber... Und dann ist hier ein Rohr. Warte mal, da ist ein Rohr. Und das geht darüber. Und das geht in die Ecke. Hier. Aber ich müsste irgendwas finden, um halt ein Ventil, um das irgendwie... Mein
mein Gott. Wir sterben gleich wieder. Aber wo? Kann man nur so fies sein. Das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Wir gucken nochmal hier, warte mal. Hier war doch auch noch ein Raum. Da geht's nicht lang. So ein Storage Room. So ein Vorratsraum. Ich glaube, der war oben. Möglicherweise ist da so ein Zahnrad. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das war hier? Wohnzimmer. Da war das oben. Neben dem Schlafzimmer. Es wird eine lange Folge. Es wird eine lange Folge, definitiv. So, wir gehen jetzt mal direkt runter. Ich glaube, wir müssen das vielleicht erst sehen. Ich habe mich nicht erschrocken. Irgendwie die Wanne ablassen. Okay, okay. Und das dem Rohr folgen. So. Und dann vielleicht hier. Ja, okay. After Effects wurde auch aktualisiert. Ach, der Clown! Mensch, du bist jetzt auch hier. Hier war der Zwischenraum. Hier, Schlafzimmer. Aber wir haben auch kein Zahnrad dabei, oder? Daneben müsste es noch eins geben. Hier war noch ein Raum. So. Bitte hier irgendwo ein Zahnrad. Da, ein Rohr. Ein Rohr. Warum kann ich das nicht nehmen? Diese Rohrzange. Die müsste man noch nehmen können. Das Ding können wir einfach nicht nehmen. Das macht mich wahnsinnig. Ich dachte, ich hätte das Rätsel gelöst. Ein anderer Raum fällt mir auch nicht ein. Mehr fällt mir nicht ein, wo wir sowas finden könnten. Keine Ahnung. Der Clown ist übrigens wieder weg. Vielleicht müssen wir erst hier... Ach, da sitzt er wieder. Müssen wir einmal hier hin, dass wir das gecheckt haben. Toll, der Clown macht uns keine Angst. So, hier geht das Rohr her, ne? Hier geht das Rohr her, dann geht's hoch. Das Rohr geht hoch. Hier in die Wand. Und da kommt's raus. Hier kommt's gar nicht, unten kommt's raus. Das muss das aber sein. Da geht's hoch. Das ist das Rohr. Definitiv. Das muss das Rohr sein. Hier geht's runter. Das muss irgendwas mit dem Rohr zu tun haben. Eine andere Idee habe ich nicht. Scheiße, ich wollte nicht nachladen. Ach Mann. Es scheint sich etwas auf dem Grund der Wanne zu befinden. Vielleicht kann ich sie irgendwie entleeren. Ja. Vielleicht kann ich sie irgendwie entleeren. Was kommt mir denn da in den Sinn? Ein Eimer... Die Rohrzange. Wir versuchen es mit der Rohrzange. Ansonsten gucke ich in der Küche nochmal, ob da ein Eimer ist oder ein Topf. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber dadurch, dass dieses Rohr da ist, hätte ich jetzt 100% sagen können. Wir müssen dann dieses Rohr ablassen. Auch wenn das nicht super viel Sinn ergibt. Ja, komm, ich nehme. Ich nehme. Müssen wir mal in der Küche gucken. In der Küche gucken. So meine einzige Idee, wo jetzt noch irgendwie... Aber es muss ja eigentlich immer in dem Bereich sein, wo man sich befindet. Sonst hätte man ja nicht wirklich eine Chance, an die Sachen ranzukommen. Oh, oh Gott. Was macht denn der Schatten hier? Den habe ich doch ganz woanders hingetan. Also Eimer oder irgendwie sowas. Rohrzange. Ich glaube, das war es gleich mit uns schon wieder. Siehst du? Ist dann halt auch so fies, dass hier. Dann kommt ein Jumpscare nach dem anderen. Dann hast du halt einfach keine Chance mehr. Also wenn du schon fast. Wenn du schon fast tot bist, dann hast du keine Chance mehr. Null Chance. So. Da unten.
Nur das geht nicht. Oh, waren wir hier hinten schon? Kunstraum. Schlimm ist, jede Tür führt halt potenziell zum Tod irgendwie. Es sind alles Bereiche, wo wir nicht hinkommen. Kein Plan. Kein blassen Schimmer. Keine Idee. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen herumsuchen. Und wenn ich was finde, sage ich euch Bescheid. Falls ich irgendwie auf eine Idee komme. Aber ich würde jetzt sagen, wir suchen ein Zahnrad, einen Stock. Batteries sind auch okay. Irgendwie sowas. Guck nicht so. Eine Zange wäre auch noch eine Möglichkeit, aber auch die kann ich nicht nehmen. Also die Zange ist es auch nicht, um da irgendein Rohr zu öffnen oder so. Schade. Und ansonsten ist ja auch nur Gemüse. Das junge Gemüse. Tja. Tja. Ich bin jetzt ganz lange rumgerannt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Ich habe gerade noch mal einen Tipp bekommen vom lieben André, denn ich bin ja absolut verzweifelt und wusste nicht, wo die Lösung sein könnte. Er hat mir den Tipp gegeben, ich soll noch mal oben bei den Schlafzimmern gucken. Im obersten Bereich. Also hier soll quasi die Lösung für das Rätsel irgendwie sein. Und das machen wir jetzt noch mal und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ich denke mal, die Vase kann ich nicht nehmen. Ich weiß allerdings nicht, auf was ich achten muss. Es könnte jetzt alles sein. Wir müssen also noch mal ganz ruhig gucken. Habe ich denn die Statue genau? Die kann ich auch nochmal mitnehmen. Denn es ist ja jetzt wieder ein geladenes Safe Game. Und hier muss es irgendwas Tolles geben. Dabei war ich der Meinung, ich hätte hier wirklich schon rumgesucht. Wie ein Idiot und nichts gefunden. Aber wir machen das jetzt nochmal. Ich bin doch wirklich hier rumgerannt. Überall. Es könnte natürlich sein, dass man hier noch irgendwo Rohre sieht. Okay, ich gucke erstmal nochmal alle Schlafzimmer durch. Der Schrank sieht so neu aus. Irgendwie traue ich dem nicht. Der sieht so neu aus. Also ich traue ihm nicht. Können wir das nehmen? Ja, wir nehmen das direkt. Wir wollen ja nicht direkt sterben. Also. Hier ist definitiv nichts. Auch an der Decke ist hier nichts. Das schöne Fell können wir auch nicht nehmen. Was könnte es sein? Hier waren wir gerade schon. Okay, hier waren wir gerade schon. Dann gucken wir hier nochmal. Flasche. Flasche mit Stöpsel. Ein Hocker. Ach da, nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch jetzt nicht... Ich hab's wirklich übersehen. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, dann wissen wir wenigstens, was wir jetzt tun müssen. Warte mal, wir müssen noch ein bisschen runter. Wie konnte ich das denn... Wie habe ich das denn übersehen? Ich habe doch wirklich in jeder Ecke geguckt. Überall. Okay, aber ich bin... Die Idee mit dem Rohr war richtig, glaube ich. Wir müssen hinter dem Rohr her. Müssen wir hier raus und runter. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher. So, diese Scheiß... angucken. So. Es passt. Mist. Es klemmt. Ich brauche etwas, was ich als Hebel benutzen kann. Ah ja. Alles klar, dann weiß ich was. Was kann ich nur als Hebel benutzen? Ah! Ficken. Das da. Eieieiei. Da waren wir ja gar nicht mal so schlecht. Da waren wir ja echt nah dran an der Lösung. Jetzt nicht ins Badezimmer. Oh, es sieht schon wieder schlecht aus. Aber oben haben wir noch einen Drink. Juhu, ein... Oh, das sind Gedärme. Ein neuer Schlüssel. Wow.
So, in welchen Bereich gehen wir denn jetzt? In welchen Bereich dringen wir denn jetzt vor? Ich glaube... Oh, ich habe eine Idee. Pass auf. Wir gehen in den Tic-Tac-Raum. Tic-Tac-Raum ist gut. Tic-Tac-Raum ist nice. Ich hätte hier gerne nochmal was. Ich mach nochmal Licht an hier. So, der müsste da oben sein. Zumindest müssten wir da in diesen neuen... Ich weiß nicht mal, war der hier? Kunstraum war hier. Wir nehmen den hier. Ja, hier ist schön. Oh, da oben waren, glaube ich, noch mehr Schlafzimmer. Oh! Müssen wir mal einen Hammer finden? Da hinten sieht was zugenagelt aus. Hier könnte der Puppenraum sein. Ich weiß nicht mehr, wo genau er war. Ah. Mal ein bisschen hier gucken. Manchmal liegt ja auch auf den Stühlen was. Aber ich schätze, wir müssen hier noch erstmal sowieso die Note finden, um wieder zu speichern. Das könnte jetzt an verschiedenen Orten sein. Tic-Tac-Raum! Ah, ich liebe ihn. Ich habe ihn so vermisst. Dann kommen wir jetzt auch hierher. Psst, ist die Tür auch wieder frei. Ach, psst. Ja. Tja, das sieht danach aus, als ob wir hier definitiv einen Hammer brauchen. Dann komme ich hier auch runter, in den unteren Bereich. Ist hier einfach nur wieder frei, ne? Na, was war hier? Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank auch. Da ist noch zu. Gut, das ist der untere Bereich. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Wahrscheinlich ganz hoch. Wieder in die Schlafzimmer. Da war auch noch ein Schlafzimmer ganz oben. Das war quasi der Westflügel. Ich weiß es nicht. Ah, hier. Statuette. Brauchen wir noch Batterien? Immer voll. Aber auch hier gäbe es keine Note, ne? Na, dann war der... Da ist der Zettel wahrscheinlich noch eine Ebene höher. Hier waren, glaube ich, auch noch Schlafzimmer. Ah, hier ein Drink. Sehr gut. Hier ist der Brief. Erst als auf dem Anwesen ein großes Feuer ausbrach, kam es zu einer großen Untersuchung. Ein großes Feuer? Das wird ja ungeheuer. Okay, so. 4 Uhr, noch 4 Stunden bis zum Tagesanbruch. Es kann auch spannend werden. Ich hoffe, es ist, das Rätsel ist wieder nicht so schwierig, das nächste oder was auch immer wir erleben müssen. Oh Gott, war das ein Gesuch. Aber wir haben es geschafft. Vielen Dank an André für den Tipp und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder von Pineview Drive Homeless. Haut rein, Leute. Ciao und danke fürs Zuschauen natürlich. Es ist 4 Uhr, noch 4 Stunden bis Tagesanbruch und damit hallo und willkommen zurück zu Pineview Drive Homeless. Wir sind in Schlafzimmer Nummer 2 gelandet. Schlafzimmer Nummer 2. Und haben schon eine verschlossene Tür oder eine verriegelte Tür letztens in der letzten Folge gefunden. Und wir machen schnell unsere Taschenlampe wieder an und müssen uns jetzt erstmal noch hier oben umgucken, ob es vielleicht hier noch irgendwelche tollen Dinge gibt, die wir aufsammeln können. Wir könnten ein bisschen... Hier war auch ein Badezimmer? Kann ich mich irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Wir brauchen auf jeden Fall noch Streichhölzer, ja ist gut. Wir könnten mal noch so ein bisschen Schlucki-Schlucki gebrauchen, ne? Ein bisschen Gesundheitssaft, das wäre nicht schlecht. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir vielleicht einen neuen Schlüssel finden. Oder sonst etwas. Irgendwas, um da unten durch die Tür reinzukommen. Ach, Püppi! Ach, Püppi! Mensch, ja, dich habe ich vermisst. Great. Oh, wir haben Batteries. Du hast bereits 5. Okay. Gut. Dann machen wir mal hier an. Ah, Schlucki, Schlucki. Okay. Sehr gut. Oh Mann, das ist... Ich frage mich übrigens wirklich bisher, wir sind ja jetzt schon ziemlich weit vorgeschritten im Spiel, warum wir die Lichtschalter haben, aber die halt keine Funktion haben. So. Ob das noch kommt? Irgendwie zweifle ich dran. So. Ich mache hier erstmal ein bisschen Licht. Streichhölzer haben wir ja genug.
Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, ich brauche hier Licht. Ich brauche einfach Licht. Hier waren wir schon drin. Batterien hatten wir ja. Ach komm, nehmen wir die mal mit. Was soll der Luxus? Hier gab es auch nicht mehr. Hatten wir schon in der letzten Folge gemacht. Gehen wir mal zur Tür runter. Und überlegen, wie wir die vielleicht aufkriegen könnten. Wenn es denn die war. Nee, das war nur der... Ja, was ist das überhaupt für ein Raum? Ich habe hier keinen Namen für, ehrlich gesagt. So, hier war noch ein Raum. Aber jetzt nur der Tic-Tac-Raum hier, glaube ich, ne? Ja, Tic-Tac-Raum. Okay, das heißt... Hier kommen wir nicht rein. Okay, da sind Nägel. Wir brauchen also irgendwas, um die Nägel rauszukriegen. Vielleicht ein Hammer? Ein Hammer? Weißt du, mit der Rückseite vom Hammer. So, oder irgendwas, um Nägel zu... Eine Zange! Eine Zange vielleicht. Haben wir nicht eine Zange gesehen irgendwo? Du Arschloch! Du Arschloch! Warte mal, in irgendeinem Aufenthalt... Ah, hier ist noch eine Tür. Okay, da geht's dann weiter. In irgendeinem... wo war die denn nochmal? Hier ist auch noch zu... Ist auch noch zu... Oh Gott, nein! Standst du schon immer da? Ja, ist am Ende. Ach, wir sind unten. Warte mal, hier ist doch... Warte mal, dann war oben der Aufenthaltsraum. Ich weiß wo, pass auf. Schon auf der Suche nach... Auf der Suche nach der Lösung für das Bad hat mir das... Ja, guck mal, jetzt kannst du es nehmen. Okay, Zange, dann weiß ich, was ich machen muss. That's quite easy. Hier ist wieder Tic-Tac-Raum. Kommen wir direkt durch den Tic-Tac-Raum. Ist ja gar nicht so weit weg hier. Geht das? Nee, nee. Okay. Ihr schuftet, um die Latten abzukriegen. Ach, der Pippi-Raum. Ich erinnere mich. Ach, Pippi-Raum war toll. Pippi-Raum war nice. Nehmen wir das erstmal. Oh, oh, oh. Ach ja, ihr all ihr Pippis. Ihr wart nice. Ich weiß noch, ich weiß noch. Ich kann mich erinnern. Ja, ich habe bereits... Oh, ich habe eine Statue. Okay, ich schätze, irgendwas Schönes muss man hier machen. Angucken. Wir kommen bestimmt nicht raus, ne? Ja! Okay, was müssen wir machen? Jetzt wieder ans Fenster stellen. In Pineview Drive 1 musste man diese Statue irgendwie angucken oder so. Ach, die verschwinden wieder. Nee, sag nicht, das ist dasselbe. Pass auf. Nur noch eine da. Auch weg. Raus. Sind die alle weg? Aber wir kommen wieder raus. Vielleicht müssen wir nach oben wieder. Hä? Oh, hallo. Das ist neu. Ich glaube, wir müssen hoch. Da stand ja Pippi. Verfolgt sie uns? Ich gehe einfach ins Schlafzimmer. Wir müssen bestimmt hier rein. Garantiert. Hallo? Doch nicht? Badezimmer? Die schicken uns, glaube ich, in irgendeinen Raum. Aber ich weiß nicht, in welches. Warte mal, vielleicht müssen wir darauf achten, wo die hinrennen. Da lang? Hier rein? Tic-Tac? Den Raum? Hallo? Okay, wir müssen einfach den Gang lang. Runter. Oh, please not. Da lang. Hier rein. Zurück.
Wo führt der uns hin? Oh. Hallo. Hallo, Pippi. Okay. Die Taschenlampe flackert immer noch. Das heißt, auf jeden Fall weitergehen. Aber in welchen Raum? Okay, hier weiter. Musikraum. Denke ich zumindest. Sie begleiten uns. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin wir müssen. Wohnzimmer? Das ist das Arbeitszimmer. Was ist so fucking dunkel. Ich brauche mal hier neues Licht. Das hilft auch nicht viel, glaube ich. In den Flur? Können wir gehen? Auch nicht. Da steht sie. Oh, es hat aufgehört. Ein weiterer Schlüssel. Okay. Great. Das war also das Ziel. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann zurück. Und gucken uns den Raum... Oh Gott, ich bin so verwirrt. Gucken uns den neuen Raum an. Gehen einfach wieder zurück. Du bleibst da bitte stehen, ja? Tuchi. Guck mal, ich habe mich nicht bewegt. Ich habe scheißegal, aber... Ja, scheißegal. Okay, ich glaube, hier war der neue Raum. Kenne ich den? Statue? Ah, wir sind gegenüber. Genau. Das war irgendwie komisch mit den Puppen jetzt. Das hat mich ziemlich verwirrt, dass man raten musste, wo man hingehen musste. Aber letztendlich haben sie einen ja zum Schlüssel geführt. Okay. Ich weiß ehrlich... Scheiße. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wo es jetzt überhaupt noch Räume gibt. Wir haben noch ein paar Nächte vor uns. Hier nehmen wir erstmal den Zettel. Komm, nehmen wir schon mal die Streichhölzer. Batterien können wir auch schon mal mitnehmen. Hier, Trinksaft. Dann geht es uns besser. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir jetzt noch hingehen könnten. Das, was die Ermittler in dem Haus vorfanden, überstieg jegliche Vorstellungskraft. Und bis heute reden die Menschen hier nicht mehr über diese Zeit. Okay. Eine weitere Nacht. Was fanden sie denn in dem Haus vor? 5 Uhr! Noch 3 Stunden bis Tagesanbruch. Wir haben es fast geschafft. Der Spielstand wurde gespeichert. Okay. Ich glaube, wir schalten dann immer noch weitere Bereiche frei. Nicht nur diesen einen Bereich. Ich weiß aber nicht, wo wir jetzt eventuell noch hinkommen könnten. Wo wir jetzt noch weitere Bereiche haben, hier unten. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Ich will nur mal eben hier gucken. Oh, eine Schachfigur. Ich dachte, da wäre ein Schlüssel. Ich dachte erst, wir hätten so viel Glück. Das wäre mal auch fies, wenn sie quasi direkt am Anfang, weißt du, den Schlüssel da hinlegen würden. Und du suchst dich doof und dämlich und hast dann nichts. Okay. Wir haben ja jetzt nicht wirklich einen neuen Bereich freigeschaltet, sondern nur diese eine Tür. Es sei denn, oben ist noch was, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, es könnte aber gut sein. Wir müssen nochmal gucken. Also hier war Pippi-Raum, ne? Da sind auf jeden Fall noch Batterien, aber we are full of batteries. No problem. Hier war Tic-Tac-Raum. War hier auch neu? Nee, da war dieser Aufenthaltsraum. Hier kommen wir in den Bereich. Oh, das ist jetzt wieder so ein Try-and-Error-Gedöns hier. Oh, hier ist neu, glaube ich. Hier waren wir noch nicht. Das ist der weiße Schrankraum. Ich weiß nicht, wie wir das nennen können. Auf jeden Fall ist hier, glaube ich, neu. Haben wir hier noch irgendwelche Statuen oder so? Irgendwelche Hinweise? Okay, hier sieht es nicht so aus. Guck mal, ein Kakteenschack. Süß. Dann gibt es hier aber bestimmt noch mehr Räume, wo wir reinkommen können. Weil der war definitiv noch zu...
Und hinten, hier sind auch noch Türen. Da sind wir jetzt ganz oben. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Ich weiß aber nicht, ob hier noch was anderes war. Wir müssen uns auf jeden Fall mal gut umgucken, weil wir haben ja gelernt, es könnten selbst in den tiefsten, dreckigsten Ecken könnten Hinweise oder sowas in der Art liegen. Oh, Badezimmer. Oh. Fick dich, Clown. Ich hasse den Clown. Hier ist wieder Pippi. Okay. Ach komm, scheiß drauf. Nehmen wir die mit, wenn wir schon mal hier sind. Okay, komisch. Neuer Bereich, aber irgendwie... Irgendwie dann doch nichts Neues, so. Ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ja gut, ist ja irgendwie auch ein Rätsel, ne? So. Irgendwie, wir haben noch nichts in dem Kunstraum gemacht. So. Huch. Hier nochmal gucken. Okay, wir sind schon mal im richtigen Raum. Okay. Richtig. Da war was drin. Was war da? Was ist das? Ein Meißel oder so? Was soll denn das sein? Okay, wahrscheinlich müssen wir wieder in den Hauptraum zurück. Ich gehe bewusst oben lang, um nicht an Tuchi vorbeizugehen. Vielleicht ist das fürs Schachbrett oder so? Ja, wo war denn der Raum nochmal? Das ist der? Ne, der war unten. Einen weiter unten. Ich glaube, der war... Wo war er denn? Hier. Es ist eine Klaviertaste oder sowas. Sieht aus wie eine Klaviertaste. Was? Warum bin ich in der Freundesliste angemeldet? Naja, whatever. Machen wir hier Licht an. Okay. Könnte es was in diesem Raum sein? Irgendwas ist umgekippt, glaube ich. Weil ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, dass wir nicht mehr von Marvin gestört werden. An der, Dingens. Am Fenster. Vielleicht ist es doch der andere Raum. Oben war ja auch noch ein Raum. Der mit den weißen... Okay. Es ist etwas, was wir hier drin machen müssen. Okay, es ist etwas, was wir hier drin machen müssen. Okay, den Fernseher anmachen. Okay, das ist creepy. Wir sehen uns selber. Aber wo ist die Kamera? Die Kamera ist quasi da irgendwo. Irgendwas hier? Es ist irgendwas in diesem Raum. War das? Was in diesem Bild? Warte mal, ich muss noch mal gucken. Ah, oh, fickt euch doch. Die scheiß Vogelscheuche. Darf ich raus? Nein, wir sind noch nicht fertig. We're not done yet. We are not done yet. Ich hab... Was ist das?
das war der Stecker für den Fernseher. Jetzt steht er neben mir. Hi. Der wird eh gleich hinter uns oder neben uns stehen. Das Problem ist... Oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen nochmal zum Fernseher. Der ist neu. Den kannte ich noch gar nicht. Stand der hier? Oh, guck mal da. Ah. Neuer Schlüssel, okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh. Können wir jetzt raus? Herzlichen Dank. Ich lad mal eben nach. Das Problem ist, ich weiß jetzt gar nicht, wo überhaupt noch ein Raum zu ist. Irgendwo im Anfangsbereich oder so? Ich weiß es nicht mehr. Haben wir hier alles gemacht? Ich sterbe wahrscheinlich, bevor ich den neuen Raum finde. So, oben war, glaube ich, nichts mehr. Das war der Bretterraum. Das war der Tic-Tac-Raum. Ganz oben waren nur die Schlafzimmer. Das war der Raum. Können wir hier noch durch? Unten können wir auch durch. Guck mal, ich sag doch, wir sterben jetzt gleich. Hier war auf, da war auf. Zwischenraum. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwie was war, was zu war. Hier, nee, das ist ja nur der. Da geht's in den Schachraum. Da oben war, glaube ich, auch nichts mehr. Badezimmer. Ich weiß nicht, ob unten noch was war. Wir können natürlich auch versuchen, mal mit dem rauszugehen, mit dem Schlüssel. Okay, hier war nur der Raum. Oh, ich weiß, wo noch Bereiche sind. Ich weiß. Ich weiß, hier oben. Oben ist noch ein Bereich, wo wir noch nicht waren. Wir müssen mal hier schön drüber. Ist eigentlich Blair Witch noch da? Ja, Blair Witch ist auch noch da. Oh, Leute, Leute, Leute. Oh, Leute, Leute, Leute. Nein, nein, ich erschrecke mich nicht. Die Tür müsste noch auf sein. Ja. Boah, der Schatten, ey, gerade. Ja, ich weiß, wo wir hinkommen. Das ist der Bereich. Da sind diese Schlafkammern ganz am Ende. Den fand ich immer cool. Ich mochte diesen Bereich hier. Guck mal, hier haben wir auch schon einen neuen Zettel. Die Leute hier glauben, dass ein Fluch auf dem alten Landhaus liegt. Ach, wo? Es soll sich die Seelen derer holen, die das Haus betreten. Ah. Okay, das gute Haus, das die Seelen frisst, das hatten wir ja schon in der Serie. Es ist 6 Uhr, noch 2 Stunden bis Tagesanbruch. Das müssen wir hier wieder anmachen. Das hatten wir ja schon in der Serie Spuk in Hill House, ne? Habt ihr die gesehen? Spuk in Hill House. Gut. Da müssen wir gleich durch. Oh, hier. Secret Statue. Machen wir hier erstmal an. Batteries holen wir uns auch. Okay, sonst irgendwas Schönes? Ach, der Vogelkäfig. Ach, ist ja schön. Also teilweise gibt es ja echt schöne Assets, die ich mag, die mir auch so in Pinewood Drive noch gar nicht aufgefallen sind. Aber es ist wirklich liebevoll gestaltet. Stellenweise. So. Ein neuer Bereich. Oh Mann. Oh ja, ich erinnere mich. Ich glaube, da kamen wir sogar in ziemlich andere große Bereiche. Habe ich da jetzt genug geguckt? Ich könnte noch einen Drink gebrauchen. Haben wir hier noch irgendwo... Das ist leider der falsche. Ich brauche so einen Health-Drink. Denn sonst bin ich gleich tot. Tot bin ich dann. Hä? Was ist das? Irgendwas hat hier gekratzt. Omis Vase, ne? Hier die Urne, meine ich. Über dem Kamin. Gut. Dann geht's mal hier weiter. Ich weiß
weiß, hier hinten war noch Pipi-Raum. Oh! Achso. Ja, sind so wieder die Random Jumpscares, die einfach nur mega fies sind. Hier ist dieser Schlafraum. Der gemütliche mit dem kleinen Fenster da oben. Finde ich mega gemütlich. So, hier war ein Schlüssel drin. Ist ein Quietsche-Ähnchen. Also, hier war in Pineville Drive 1 ein Schlüssel. Ich glaube, dann war hier noch der Schneidersaal, ne, wo Pippi wieder war. Ach ja, Pippi. Guck mal, wir sind gleich tot. Das war ja der Jumpscare des Todes. Echt, ey. Hier haben wir noch ein Kerzchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Drink, bitte. Das Problem ist, mit so wenig Lebensleiste sind wir gleich direkt tot. Sind wir gleich direkt tot. Da kann echt nur, das ist egal, was passiert. Wenn da wieder so ein Jumpscare wie gerade passiert, dass da einfach wieder die Dame auftaucht oder eine Katze kommt uns entgegen, dann sind wir echt im Arsch. Ja, ich habe genug Batterien. Okay. Ah, hier. Sehr gut. Sehr gut. Great. Mir ist aber irgendwie nicht klar, was wir hier machen sollen, so richtig. Hauptsache, das Pferd mit Format ist da und besucht uns. Okay, ich gehe erstmal wieder zurück. Manchmal passiert auch was, wenn man zurückgeht. Wieder in den Hauptraum. Wird es eigentlich so langsam hell? Ich meine, wir haben 6 Uhr morgens. Sieht aber nicht danach aus. Was könnte hier noch sein? Was könnte hier noch sein? Ich werde gleich ganz laut schreien. Oh Gott, was ist immer so dunkel hier? Das war der neue Bereich. Da kommen wir in den alten. Hier kommen wir, glaube ich, wieder zurück. Eingangshalle. Aber ich bin sicher, wir müssen im neuen Bereich was finden. Es war bisher immer so. Zumindest ein Hinweis muss es im neuen Bereich geben. Also irgendwas. Irgendwas muss es hier geben. Ich habe gerade auch irgendwas quietschen gehört, als wir da waren. Aber ich weiß nicht, was das war. So ein irgendwas Mechanisches. Irgendwas Mechanisches, okay. Kann gut sein, dass die Jumpscares vielleicht immer passieren, wenn wir zu wenig, ach ne, es war nur so ein Aufenthaltsraum, ne? Wenn wir zu wenig Batterie haben, also wenn es zu dunkel wird, dann passieren, okay, Batterien habe ich jetzt mitgenommen. Wenn es zu dunkel wird, weißt du? Da ist sonst nichts. Es muss irgendwas in diesem Raum sein. Irgendwas in diesem Raum. Weißt, da lag was im Bett in Pineview Drive 1. Ich kann es ja immer nur mit dem ersten, also mit dem Hauptspiel, oder ja, mit dem Vorgänger halt vergleichen. Ah, wir sind genau unterm Dach. Hier ist schön. Ich kann es ja immer nur mit dem Vorgänger vergleichen, weil es halt dasselbe Haus ist, ne? Auch der Inhalt ist eigentlich nahezu identisch. Ist auf jeden Fall auch irgendwie so bisher ein bisschen... Ach, hier, Schrank auf. Das hat definitiv was getriggert hier, Schrank auf. Aber was? Soll ich den Bügel da reinhängen? Räumen Sie den Raum auf. Das ist irgendwie auch ein bisschen scheiße, du machst die Schränke auf und da ist nichts drin. Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Keinen Sinn. Hier ist nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch immer Angst, die Tür aufzumachen, weil dann wieder der random Jumpscare kommt und das war's dann. Okay, ich gehe mal zurück. Und mal wieder hier gucken.
Vielleicht ist hier jetzt was. Wir mussten den Schrank aufmachen, damit hier irgendwas ist. Wo war ich genau? Kritikpunkt. Es ist irgendwie dasselbe Haus. Und wenn du das Haus kennst... Hier ist noch neu, oder? Nee, das ist der sind wir her. Ich dachte, hier wären zwei Türen an der Seite. Was sind nur diese beiden? Dann ist es irgendwie... Ja. Auch schade und vorbei. Okay, gab es hier noch andere Bereiche? Ah, hier, dieser Bereich? Nee, das war ein komplett neuer. Hier war sonst nichts Neues. Da kommen wir wieder nur ins Blutbad. Genau, hier war alles... Hier war alles eine Wolke. Ich glaube nicht, dass wir die Räume zweimal abklappern müssen, irgendwie. Denk dran, wir dürfen keine Angst zeigen, sonst ist es vorbei. Guck mal, ich habe die nicht angeguckt, ich bin einfach nur weitergegangen. Okay, vielleicht... Einmal hat sich hier dieses Schächtelchen hier geöffnet, aber das ist anscheinend auch nicht der Fall. Sauber weg. Machen wir mal Licht an. Das war hier. Unser Schlafzimmer, aber die Spieluhr ist weg. Wieso ist die Spieluhr weg? Ich weiß, die Spieluhr hat eine Bedeutung. Boah, ist jetzt wieder so eine Sache, weißt du? Es kann jetzt alles sein, irgendwie. Kann jetzt quasi überall hin. Ach, ich finde diese Blair Witch-Dinger so gruselig. Du kannst jetzt quasi überall hin. Oh, ja, die Glocke hat wieder geklingelt. Ich gehe nochmal zurück. Also hier fehlt die Spieluhr. Vielleicht verschwinden sie Dinge wieder. I don't get it. Keine Ahnung. Es muss ja irgendwas im neuen Bereich sein. Ich hoffe, dass gleich der Hinweis kommt. Und kein weiterer Jumpscare. Okay, was könnte es hier sein? Was könnte es hier sein? Das ist der Zigarrenraum, glaube ich. So heißt das hier. Der Rauch, Rauchraum. Der Zigarren- und Brandy-Raum, weißt du? Das ist immer cool. Gentlemen. Direkt dahinter das Nähzimmer. Da weißt du Bescheid, ne? Das Zimmer für den Herrn und das Zimmer für die Dame. Ach, ich mag diese Jumpscares nicht, wenn die auf einmal... Guck mal hier, Besen. Wenn wir mal einen Besen brauchen, der ist hier. Vielleicht brauchen wir für ein Rätsel noch einen Besen. Es muss doch irgendwas hier irgendwo geben. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Das Pflaster. Das Blaue. Okay. Gucken wir nochmal im Hauptraum. Es passiert aber auch nichts. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was die Ursache ist. Aber jetzt sind wir hier eingesperrt. Vielleicht war es irgendwie ein falscher Trigger. Vielleicht war es ein falscher Trigger. Vielleicht... Okay, wir müssen irgendwas in diesem Raum machen. Stand sie gerade schon da? Okay, es ist kein falscher Trigger. Wir mussten... Ah, oh, wie dumm war das denn? Wir mussten wirklich zurück quasi in das... In unser Schlafzimmer. Und mussten zusehen, dass das Ding nicht da ist. Die Spieluhr. Aber ich mag die Musik. Doch nichts gemacht. Ich bewege mich einfach nicht. Das war der Clown. Seid ihr?
Alright. Hey. Was? Experimente im Keller. Das ist neu. Ich glaube, diese Zwischenwelt-Sache, die war auch schon mal im Obscuritas. Wenigstens haben wir unsere Taschenlampe. Schraubenzieher. Können wir den mitnehmen? I don't think so. Nehmen wir einen Schnaps? Können wir duschen? Nein? Okay, was brauchen wir hier? Da gibt es hier einen Schlüssel. Chuck, vertrockneter Chuck, was können wir hier tun? Da kommen wir definitiv nicht. Okay, es muss irgendwas hier drin sein. Was ist das hier drin? Müssen wir irgendwas hier von nehmen? Das Flackern ist mal hart, ey. Da, war was? Nein? Okay, was müssen wir tun? Irgendwas hier von nehmen? Irgendwas aufmachen? Irgendwas? Irgendwas? Das Blöde ist... Das ist so gar keine Ahnung, weißt du? Man hat so gar keine Ahnung. Oh, wir können in den Tisch rein. Kein Problem. Kein Problem. Wir sind invisible. Müssen wir vielleicht einfach immer hin und her rennen. Ist nix. Ist nix, Junge. Ich lade extra nochmal die Taschenlampe nach, aber hier ist nix. Noch die Matte nicht entrollen. Heizkörper. Irgendwas hier hinterm Schrank oder so? Können wir was zur Seite schieben? Guck mal, ich gucke in jeder Ecke. Extra. So wie die Lampe vielleicht richtig reindrückt. Okay. Der Kettensägenmann. Dürfen wir jetzt hier raus? Wir müssen ins Licht gucken. Oder ist hier jetzt was? Schlüssel. Hier unten. Der stand. Ich glaube, der Schlüssel war letztens auch, wo er stand. Ah, das ist doch sick. Müssen wir einfach immer nur hin und her rennen. Ich glaube, wir müssen einfach immer nur hin und her rennen, bis irgendwas passiert. Stand doch hier vor. Ist hier jetzt irgendwas? Okay, Schlüssel. Schlüssel. Ich weiß nicht, was Jason hier will, aber egal. Ich wusste gar nicht, dass er noch so einen Abschnitt kriegt hier. Ja, ist ja so ein bisschen wie das Ende von Pineview Drive 1, ne? Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, man war da irgendwie auf einmal in diesem Keller. Oh, wir sind wieder zurück. Der Übergang war tatsächlich recht nice. Ach, jetzt haben wir keinen Schlüssel mehr, wa? Das wäre so fies, wenn wir jetzt sterben. Aber wo ist der nächste Schlüssel? Vielleicht doch wieder im hinteren Raum. Hier? Nein. Hier irgendwo? Oder müssen wir jetzt wieder zurück zur Uhr? Schrank? Vielleicht müssen wir jetzt... Ich meine, die Spiele ist ja jetzt wieder weg. Die eigentlich hier stand. Ich wette mit dir, wir sterben jetzt auf dem Weg. Ganz einfach. Ah, hier. Ah ja, okay.
Das Blöde ist halt, ich weiß jetzt nicht mehr, wo noch eine Tür zu ist. Ich weiß es nicht mehr. Das heißt, ich muss durch das Haus rennen und werde jetzt dabei sterben. Und dann kann ich alles nochmal machen. Ist so, es muss jetzt nur die dämliche Uhr muss jetzt hier leuchten. Wir werden jetzt gleich sterben. Es wird jetzt gleich passieren. Es wird gleich passieren. Ich weiß auch nicht mal, wo noch überhaupt eine Tür zu war. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich kann es nur raten. Hier nicht mehr. Schon die Musik, ey. Ich weiß nicht, ob in diesem Bereich noch was ist. Das ist der Zwischenbereich. Küche. Ja, Schatten. Tic-Tac-Raum. Ich weiß nicht, ob unten noch was war. Der Raum noch? Da waren schon wieder die Schatten übrigens. Ah, nee. Clown, du klaust mich nicht. Irgendwo gab es noch einen Pflanzenraum. War der unten? Hier? Hier drunter. Hier drunter war ein Pflanzenraum. Hinten rechts. Da kann ich mich zumindest dran erinnern. Unten muss noch was sein. Es ist nicht zum Kotzen. Ich habe ja nicht reagiert. Ich bin einfach weitergerannt. Und trotzdem Game Over, weil mein Lebensbalken. Jetzt kann ich die ganze Nacht nochmal machen. Ja, wir sehen uns dann quasi vor der Tür wieder beim nächsten, nicht Part. Wir machen das jetzt weiter hier. Ich mache das jetzt nochmal und dann hoffe ich, dass es nicht so scheiße aussieht für mein Leben. Und dann gucken wir mal, ob wir da in diesen Pflanzen, in den Chuckraum kommen, ne? Weil ich meine, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Das kommt mir jedenfalls bekannt vor. Okay, bis gleich. Guck mal, ich habe nicht reagiert und trotzdem ist ein Teil des Lebens runter. Merkwürdig. Man muss übrigens wirklich in das Licht gucken. Fleischermaske, ey. Fleischi. Okay. So, ah ja, hier lag wieder der Schlüssel. Gut. Damit können wir jetzt endlich in den Raum meines Begehrens, nämlich dem vermeintlichen Chuck-Raum. Nicht den Chakra-Raum, sondern den Chuck-Raum. Ich hoffe, ich habe alles eingesammelt da oben. Die Statue habe ich auf jeden Fall mitgenommen, falls ihr euch wundert. So, ich muss jetzt auf jeden Fall. Warte mal, gab es noch einen besseren Weg in den neuen Bereich? Wahrscheinlich schon. Ich gehe den. Wir mussten, glaube ich, nach unten. Dann nehmen wir hier den Weg. Durch das Musikzimmer. Hier runter. Das ist gut. So. Hier waren auch wieder die Schatten. Da sind sie. Ja, genau. Der Raum ist neu. Und ich meine, dahinter wäre auch noch ein Raum. Da ist auch noch ein Raum hinter. Okay, Chuck-Raum. Oh, ich weiß, hier gab es übelste Halluzinationen. Hier begibt sich heute niemand mehr freiwillig zu dem alten Landhaus. Aber immer wieder hört man von Menschen, die sich dorthin begeben haben und nie wieder gesehen wurden. Great, okay. Damit haben wir, ist es die letzte Nacht? Noch eine Stunde bis Tagesanbruch. Okay, das könnte die letzte Nacht sein. Ich bin gespannt. So. Also hier gibt es nichts, aber wir kommen in diesen Bereich rein. Und ich meine, hier gibt es einen weiteren. Da, der Maskenraum. Der Afrika-Raum, wie ich ihn so schön nenne. Kommen wir denn dann auch hier wieder raus?
genau, da kommen wir in diesen Hauptbereich. Ja, ja, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. Gut. Also, was gibt es hier wohl? Schilder. Okay. Schloss. Wir müssen die Kiste irgendwie knacken. Batteries? Batteries? Gib mir die Batteries. Wie können wir die Kiste knacken? Also entweder ein Dietrich oder ein Schlüssel. Okay, vielleicht finden wir hier irgendwo einen Schlüssel. Vielleicht finden wir einen Schlüssel. Oder einen Hinweis oder so. Ansonsten ist dieser Bereich ja nicht sehr groß. Ah. Secret Statue. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Secret Statuen gefunden. Da blinkt was. Ach hier, sehr gut. Schnaps. Alles klar, Gesundheitsschnaps. Es wäre irgendwie cool, wenn man jetzt einen Hinweis kriegen würde. So, du findest, was du tun musst und kriegst dann den Hinweis, was du tun musst. Verstehst du? Okay, das können wir anmachen. Haben wir ein bisschen mehr Licht hier drin. Okay. Ich schätze mal, wir müssen hier wieder raus. Da kommen wir in den anderen Bereich. Ich guck nochmal, ob wir in den Storage Rooms vielleicht noch was gefunden haben. Hier war doch irgendwo. War der hier unten? Ne, der war oben, glaube ich, ne? Müssen wir wieder hoch. Hier war da so ein Zwischenraum. Wir sterben einfach nochmal. Warum nicht? Okay, vielleicht gab es ja hier noch irgendwas. Ein Besen gibt es hier auch. Also mit dem Besen werden wir die Kiste sicherlich nicht knacken. Wir können vielleicht draufhauen, wie bescheuert, auf das Schloss. Und dann vielleicht springt es dann auf. Aber das war's noch. Okay, es muss irgendwo... Wir suchen jetzt... Das knatschen wir neu. Wir suchen jetzt einfach die Storage Rooms ab. Oder vielleicht mit einem Messer? Messer haben wir hier. Okay. Oder irgendwie sowas anderes. Da ist auch ein Messer. Das können wir auch nicht nehmen. Es kann jetzt halt wieder alles sein, weißt du? Es kann jetzt irgendwie wieder... Es kann jetzt irgendwie wieder alles sein. So mehr oder weniger. Kriegen wir nicht weg. Die sind damit sind die weggegangen. In Pine Ridge Drive. Ah, Gott. Hier war noch ein Storage Room. Okay, hier war die Zange. Vielleicht. Hier gab es aber nur. Das war, ist die Speisekammer. Hier gibt es nur Essen. Hier gibt es kein Werkzeug. Das kann natürlich auch der Raum ganz unten wieder sein. Irgendwie. Oder war hier vielleicht noch irgendwas? Eine Pfeile. Ein Schraubenzieher, natürlich. Warum liegt hier denn Schraubenzieher? Ah, okay. Hier knatscht wieder was. Great. Ja, es ist immer in der Nähe, ne? Es ist irgendwie immer in der Nähe gewesen. Dann müssen wir wieder runter. Können wir hier runter? Ja, hier können wir runter. Okay. Ah, nein! Du dämlicher Kack-Clown, du! Ich hasse dich! Hier war der, ne? Okay, let's do this. Hey, das Wackeln war... Weiß nicht, ob es Kuritas, das Wackeln der Masken... Ja, komm, mach doch auf! Okay, wir müssen dich irgendwie anders befreien. Müssen wir was anderes tun? Müssen wir die Masken berühren? Ah, der Schlüssel. Können wir jetzt raus? Das war der Schlüssel für die Kiste. Ah! Ah! Hell draußen? Sch-
Chakraum. Chakalaka. Bitte nicht sterben. Können wir jetzt vielleicht hinten raus? Können wir hier raus? Ich bin draußen. Nicht sie weg hier. Nimm die Axt mit, mein Freund. Okay, wenn wir schon mal hier sind. Ich wusste es. Ich habe drauf gewartet, dass Marvin uns verfolgt. Ich will noch mal eben hier gucken, weil hier war das Piratenschiff. Ob es hier irgendeinen Hinweis gibt. Irgendwas zur Story, weißt du? Noch ein paar Informationen. Oh, hier ist nichts. Oh, Marvin, der im Garten rumrennt, ey. Hätte vielleicht die Fronttür nehmen müssen. Da ist es. Guck mal, sie liegen genau da wie in Pinewood Drive 1. Wie geil. Aber wir können irgendwie gar nicht so schnell rennen. Aber ist mir egal. Okay, können wir auf den Friedhof? Können wir auf den Friedhof? Ich finde die Musik teilweise ziemlich unpassend. Oh, wir brauchen noch einen Schlüssel. Sag nicht, wir müssen auf den Friedhof. Bestimmt noch. Wir müssen bestimmt auf den Friedhof. Ich geh mal hierher. Das Blöde ist jetzt, wenn jetzt eine Sache passiert, sterben wir wieder. Dann war's das schon wieder. Hier lag auch ein Schlüssel. Das weiß ich noch. Guck mal, die Statuen, die wir finden, sind die. Einfach nur groß. In klein, meine ich. Da ist auch noch eine. Hey. Vielleicht sonst noch irgendwo? Lass mich raten, das Tor ist zu. Wir haben übrigens unseren Rucksack. Wir haben unseren Rucksack drin vergessen. Endlich. Ich kann die Straße sehen. Das wird mir niemals jemand glauben. Was? Oh, schade. Das Ende war ein bisschen enttäuschend. Das Ende war jetzt echt ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr als das wird mir nie einer glauben. Den fand ich aber nice hier. Den Kettensägenmann. Aber ganz ehrlich, so mehr Story hat sich dadurch jetzt irgendwie auch nicht ergeben, so. Es soll ja quasi so der Zwischending zwischen Pineview Drive und dem nächsten Pineview Drive werden. Da ist er. Der Miles. Der übrigens auch so heißt wie aus Outlast. Der heißt auch Miles. Miles Upshur oder so. Okay, ich muss sagen, ich bin wieder genauso verwirrt von diesem Ende und von diesem Teil wie von Pineview Drive 1 auch schon. Wir haben vielleicht erfahren, dass da irgendwas abgeschlachtet wurde im Keller, dieser komische Kettensägenmann, aber mehr jetzt irgendwie auch nicht. Und im Allgemeinen, ja, boah. Vielleicht mal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit den guten und schlechten Sachen. Also, schön war es echt, wieder in dem Haus zu sein. Also, es war irgendwie schön und auch irgendwie schrecklich, Marvin wieder zu treffen. Aber irgendwie habe ich Marvin auch vermisst. Nur dieses eine Mal am Fenster und sonst irgendwie nicht. Fand ich ein bisschen wenig. Und generell war es irgendwie, es war halt dasselbe Haus. Es war halt irgendwie dasselbe. Hey, warte mal. Sind wir dabei irgendwo? Seth ist auf jeden Fall dabei. Vielleicht bin ich auch schon durch. Ziemlich viele YouTuber. Jess ist auch dabei. Father Games. Hat er nämlich noch was? Father Games habe ich natürlich nicht mehr gesehen. Herr Currywurst. Okay, ich hab mich jetzt nicht gesehen. Vielleicht war ich weiter oben. Ist auch egal. Thanks for playing Pinewood Drive Homeless. To be continued in Pinewood Drive Rising Storm. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird, quasi in Rising Storm. Ich fand es echt ein bisschen mager. Man hatte zwar neue Rätsel so, die teilweise sehr schwierig waren und irgendwie auch ein bisschen unlogisch. Ich habe das Gefühl, ein paar Sachen habe ich einfach nur durch Glück gefunden. Ja, genau, das musste sein. Das musste sein, nach den Credits, nach den Jumpscare. Das haben sie bei Pinewood Drive 1 auch gemacht. Und ja, also ich gehe da echt mit gemischten Gefühlen ran. Ich
gehe da echt mit gemischten Gefühlen ran ein bisschen. Ich weiß nicht. Was haltet ihr davon? Wie fandet ihr das Let's Play? Wie findet ihr das Spiel? Vielleicht, es ist aber auch immer was anderes, wenn man es selber spielt oder wenn man ein Video dazu guckt. Das müsst ihr auch bedenken. Und ich glaube, es ist auch was anderes, wenn man den ersten Teil schon kennt. Ich glaube, das Spiel ist besser, wenn man Pineview Drive nicht gespielt hat. Weil dann hast du halt das Haus, du kennst nichts, du musst gucken, die Umgebung und so. Ich finde, dadurch, dass man jetzt halt keine neuen Bereiche hatte, bis auf diesen Folterraum unten, war es jetzt halt, ja, du wusstest halt, wo du hingehen musstest und so. Du kanntest dich ziemlich gut in dem Haus aus und dadurch, das hat, fand ich persönlich, eine Menge genommen. Einerseits war es schön, wieder in dem Haus zu sein, weil es halt die ganzen Erinnerungen hochgeholt hat, so, und man sich daran erinnert hat, aber andererseits war es halt nichts Neues, so. Und auch die Jumpscares waren ja gleich. Als Übergangsspiel finde ich das okay, wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein Spiel als Übergang von Pine Redive zu Pine Redive Rising Storm, also Pine Redive 2, was das richtige Pine Redive 2 wird. Aber als Vollspiel fand ich es irgendwie ein bisschen zu wenig. Ein bisschen, ja. Da hätte ich mehr erwartet, sagen wir es so. Aber jeder erwartet ja auch was anderes und sieht was anderes. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Horror-Let's Play. Was wahrscheinlich wieder Einteiler werden. Oder vielleicht bis zum nächsten Mal Pineview Drive. Denn das nächste Pineview Drive kommt bestimmt. Und ich bin sehr gespannt drauf, wenn wir dann vielleicht ein bisschen mehr erfahren von der Story und noch ein bisschen mehr von dem Haus sehen. Vielleicht noch von den unteren Bereichen oder andere Aspekte. Ich bin wirklich gespannt, was da kommt. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!